Alter, der Kinosaal ist echt schon ein zweites Zuhause. So oft, wie wir jetzt im Kino waren 2016. Ja. Ich sag's vielleicht nochmal. Hi, mein Name ist Jonas, ihr könnt mich auch Johnny nennen. Und ich bin der Besitzer dieses Kanals. Und manchmal sind auch Kumpels dabei, zum Beispiel der Felix oder in diesem Fall halt Philipp. Moin, das war so ein provisorisches Intro. Und ja, wir dachten uns, wir reden jetzt einfach mal über das Kino, weil wir echt viel ins Kino gegangen sind. Also es hat angefangen mit in der Schule, sobald Philipp Führerschein hatte und ein Auto zur Verfügung hatte, sind wir echt häufiger einfach mal ins Kino gecruised und haben uns da irgendwas gegeben. Aber es hat dann immer wehgetan zu sagen, 10 Euro für einen Film, weil auch das Popcorn also echt nicht so billig ist. Ja, genau. Also wir können das Angebot geht einfach echt super. Ja, also du kannst ja kurz sagen, das ist jetzt keine Werbung dafür oder so, aber das UCI hat halt so ein Angebot gemacht, das war auch erst ab 2016. Ja, es ist auch erst 2016 so. Die Unlimited-Karten dann. Zahlst du monatlich einen festen Beitrag und kannst so oft ins Kino gehen, wie du möchtest. Genau. Das haben wir ja auch aktiv gemacht, würde ich sagen. Ja. Und ja, wir teilen euch jetzt einfach mal in diesem Podcast unsere Erfahrungen mit diesen ganzen Streifen, die wir jetzt im ersten Viertel des Jahres 2016 uns gegeben haben. Okay, fangen wir an mit Star Wars 7. Das war tatsächlich, haben wir das noch vor 2016 geguckt, aber wir haben uns gedacht, weil wir den auch zusammen gesehen haben, wollten wir euch da auch mal unsere Gedanken äußern. Genau, da will ich eigentlich gar nicht so viel zu sagen. Zum einen, weil ich Star Wars, ich kenne zwar viele Teile, aber ich habe ja nicht mal alle gesehen. Ja, und Schande über dich. Philipp hat halt echt alle. Ich kenne alle hoch und runter halt. Ja, mehrere Mal. Nee, aber groß was zu sagen, ich glaube, Star Wars wird so oft schon erwähnt, dass wir da eigentlich gar nicht so groß was erwähnen brauchen. Also ich persönlich fand ihn mega geil, die ganzen Effekte und sowas, das war wirklich. Die haben es gut geschafft, auch die alten Filme damit einzubeziehen. Ja, vor allem, weil es auch wieder die Effekte waren ja nicht nur CGI und sondern auch. Die haben auch sehr viele Puppen benutzt, also ja, natürlich CGI-lastig, aber auch nicht so krass, wie sie es hätten machen können. Deswegen, ich fand den Film eigentlich mega geil. Ja, also der war gut. Es ist ja auf jeden Fall auch aufgefallen, finde ich, dass die Story so ein bisschen nicht recycelt wurde, aber so nochmal so, man wollte bestimmt, dass die Zuschauer so ein Gefühl von Heimat kriegen, indem man wieder einen Wüstenplaneten genommen hat und wieder diesen, es war ja wie eigentlich der Todesstern, ne? Nur nochmal größer und nochmal heftiger also, genau. Und ich fand es auch einen echten super Einstieg in die neue Trilogie. Also ich fand wirklich ein gutes Ende. Halb Cliffhanger, halb Ding, halb, also zu Ende erzählt, aber eigentlich echt ein guter Start für Star Wars Episode 8 und 9. Ja, auf jeden Fall, da kann noch einiges passieren. Und ich fand es halt auch, in dem Sinne fand ich es gar nicht so schlecht. Also viele Leute kritisieren das natürlich, dass es eigentlich die Story von Episode 4 bis 6 nochmal so erzählt hat. Oder zumindest von Episode 4 sehr viel übernommen hat. Das fand ich aber gar nicht so schlimm, weil das halt wirklich ein schöner Einstieg sein kann für die nächsten beiden Filme, die dann komplett neue Dinge machen können. Ja. Ne? Also man wurde schon mal so eingeführt. Der nächste Film war dann der eigentlich wahre erste Film, den wir uns 2016 angeschaut haben. Wir fangen auch direkt mit dem besten Film an. Also. Ja, also eigentlich schon, denn der hat uns echt geprägt für unser ganzes Leben noch weiterhin. Wir reden von The Revenant. Der Rückkehrer auf Deutsch. Ja. Der neue DiCaprio, wo er jetzt ja tatsächlich den Oscar für abgesahnt total hat. Total verdient, also wirklich. Ja. Oh mein Gott, ich gerade jetzt schon wieder in Schwärmen. Ja, mach ruhig. Was ein Film, wirklich. Dafür Kamera, ist hier da. Beste Kamera im Oscar, absolut verdient. Die Kamera war grandios. Die Musik war auch genial. Also wirklich, ich habe immer noch Gänsehaut, wenn ich diese Musik höre. Ja. Und. Stimmt, der Soundtrack war echt. Diese Kamera kann man eigentlich mal erwähnen, das ist echt. Diese erste Einstellung schon, es beginnt doch in diesem Wald, wo überall, wo der ganze Schnee geschmolzen ist und dieser Waldboden komplett überschwemmt ist von dem ganzen Wasser und die schleichen da durch mit ihren Gewehren im Anschlag und die gesamte Zeit über wird kein Cut gesetzt, sondern die Kamera fährt um die Jäger herum und man sieht jedes einzelne Detail in DiCaprios Maske, also die nicht jetzt so eine echte Maske, sondern was die Kosmetiker da, was die Kosmetiker mit ihm angestellt haben und so. Also es sieht echt richtig authentisch aus und diese Kamera macht das so lebendig, diesen gesamten Film über. Später gibt es noch einen Kampf, einen ganz großen, richtig realistischen. Ich fand den echt gut, der war richtig gut. In anderen Filmen wäre dieser Kampf
ein bisschen lame rübergekommen, so. Aber weil dieser Film einfach so realistisch ist die ganze Zeit über, also hauptsächlich, es ist natürlich die Frage, kann jemand unter diesen Umständen wirklich so überleben, ne? Aber das ist ja auch der ganze... Es ist Film, also. Es ist auch der Clou an diesem Film, dass dieser Typ der Rückkehrer ist. Der will unbedingt überleben. Ja, der unbedingt so sehr auf Rache aus ist. Also Leute, eins ist klar, ne? Bei diesem Podcast sind Spoiler mit dabei, dass ihr das schon mal habt. Also wir werden uns ein bisschen zurückhalten, würde ich sagen. Ja, klar, wir werden jetzt natürlich nicht alles erzählen. Ja. So, die End-Mind-Blow-Szenen, aber sonst eigentlich so, schaut, was uns rein... Es werden einige Fakten und so fallen, die erst später im Film passieren. Genau. Also dieser Lubecku, das ist ja der Kameramann, der hat ja zum dritten Mal hintereinander, glaube ich, den Oscar jetzt gewonnen. Also total verdient, wie gesagt, die Kameraführung war einzigartig. Ja. Und die hat den Film nochmal um eine Stufe nach oben gebracht. Also ich fand die sogar noch dadurch noch ein bisschen besser. Ich sagte schon im Film zu Jonas, ey, diese Kamera ist unnormal heftig. Ja, und auch die Musik. Also wir haben uns echt manchmal an, und das machen wir nicht so oft während eines Films, aber einfach so angeguckt und so gedacht, so, boah, was ein Erlebnis, hier zu sitzen und sich das zu gehen. Ich weiß nicht. Ich glaube, wir waren auch im genau richtigen Saal, oder? Ja. Das war der Kino 1. Ja, also ich war auch, ich weiß das, ich muss auch sagen. Mit dem besten Ton und der größten Leinwand. Ich habe schon richtig viele Filme gesehen und ich war echt nur in ein, zwei weitere Filmen wirklich nur sprachlos, aber das war echt einer. Wir sind eigentlich lautlos ins zu meinem Auto gegangen, weil wir mussten erstmal drauf wirken lassen. Was haben wir da gerade eigentlich gesehen? Es war echt super. Empfehlung und Oscar ist verdient. Ich hab's schon mal erwähnt, der Oscar, klar, die Rolle war was sehr Eigenes, ne? Es wurde jetzt gar nicht so viel schauspielerisches Talent eigentlich abgefragt in dem Sinne, aber einfach extrem, also nicht so bühnenschauspieltechnisches, aber auf jeden Fall Einsatz bis zum Limit. Ja, also falls ihr irgendwann auf Blu-ray oder DVD rauskommt oder ihr einen Ausleihen wollt, ihr müsst das tun. Jeder sollte diesen Film mal gesehen haben. Ich glaube, das ist sehr unwahrscheinlich, dass der jemals rauskommt auf... Wieso? Weil du das so gesagt hast, so. Falls der jemals rauskommt. Ich bin mir ziemlich sicher, dass der rauskommt. Weil der ist ja jetzt schon 3 Monate. Es gibt ihn wirklich noch vereinzelt in Kinos. Mm. Kann man echt noch gucken. Der hält sich. Ja, aber... Aber Fun Fact, in Deutschland, ne? Bibi und Tina hat mehr einspielt, also haben mehr Leute geguckt. Echt? Ja, ich glaube schon. Was ist los mit den Leuten? Ah. Okay. Das ist übrigens ein Film, den wir nicht geguckt haben, Bibi und Tina. Ich kenne genug Ausschnitte und das reicht mir. Ja, auch die Geschichte, wie sie erzählt wurde, von diesem einen Mann, der wirklich erstmal auf den alle bauen. Ja, also das stimmt. Es war so ein, dieser Mann hatte da am meisten Überlebenschancen von diesen ganzen, weil er sich irgendwie auskannte. Wir wollen jetzt gar nicht so groß erzählen, warum er sich auskannte, das ist alles. Ja, es hat so ein bisschen was damit zu tun, für eine Familie und hat. Durch und durch den Hinterhalt ist er fast gestorben. Aber eben dieser Wille zu überleben, um sich zu rächen. Ich meine, das ist ein Rachefilm. Ja, und die ganze Zeit lebt man das mit ihm eigentlich. Zu sagen, okay, er hat das eine Hindernis hat er geschafft und jetzt kommt das nächste Hindernis. Und du denkst, wie viel kann dem Mann eigentlich noch zustößen? Aber es ist jetzt nicht unrealistisch, wo du denkst, ach mein Gott, wie kann er das jetzt überlebt haben? Nee, es ist nicht so ein Prasselfeuer von komischen Ereignissen, die man denkt, ach, das Hauptsache, er überlebt. Also so nicht. Man sieht schon richtig, wie er kämpft, um zu überleben. Und das haben sie wirklich, die Macher, echt gut hinbekommen. Und ja, gut, das Ende braucht man nicht spoilern. Also ich kann mir gut vorstellen, dass die Produzenten des Films genau das erreicht haben, was sie auch mit diesem Film erreichen wollten. Genau. Also gute Umsetzung von der Vision, die sie hatten. Film Nummer 2, das war Creed. Die Woche später sind wir dann direkt wieder ins Kino gegangen und haben uns erstmal Creed angeschaut. Für viele, die es nicht wissen, ist dann der 5. Teil. Der 7. Der 7. Ja, ich kenne mich nicht so gut aus. Der 7., also der wird inoffiziell der 7. Rocky-Film genannt. Und da muss ich auch sagen, ich fand den mega gut. Also wirklich eine super Schauspielleistung von beiden Parteien. Wer es nicht weiß, dass Creed ist... Rocky Balboa, also Sylvester Stallone spielt da den Trainer. Ja, also Sylvester Stallone ist wieder in seiner Paraderolle. So Paraderolle, als Rocky Balboa. Und ja, also muss ich auch sagen, ich dachte so, ja, den kann man sich mal geben. Und ja, ich wurde nicht enttäuscht. Die Story an sich ist eigentlich recht simpel. Die Story ist auch wieder so ein bisschen wie
wie die ersten Rocky-Filme, ja, genau. So mit ein bisschen Liebe, mit sehr viel Kampfesgeist und Training. Und auch gute Zitate, die einem echt im Kopf bleiben. Ich an die Spitze kommen wollen. An die Szene, wo die trainieren vor dem Spiegel, sagte der einzige Gegner, der schlimmste Gegner, ist dieser Mann im Spiegel. Also er meinte sein Spiegelbild. Und das fand ich so richtig. Das waren auch richtig viele Szenen. Wenn man diesen Film guckt, dann ist man motiviert, was auch immer. Ja, egal was. Du bist motiviert, auf Klo zu gehen. So, jetzt gehe ich auf Klo. Ja, jetzt tue ich das. So. Ja, also wirklich, das ist so ein Film, den man sich auf jeden Fall geben kann, wenn man ein bisschen aufgepusht werden will. Ja, genau. Die Musik war auch richtig gut. Aber es war jetzt auch nicht dieses, ich bin da, also es war, sind eigentlich nee, so typische Rocky-Filme. Nee, ich fand's total interessant, was ja in den Rocky-Filmen eher nicht so das Ding war, sondern bei diesem Creed, wie hieß er denn nochmal mit Vornamen? Rocky's Legacy. Nein, der Typ. Ach so, Apollo Creed. Apollo Creed. Er hieß Apollo? Ja. Okay. Den Teil fand ich ganz cool, weil er kannte seinen Vater nicht. Er war einfach nur sein Sohn. Nee, der Vater so. Ja. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Egal. Ach so. Ja, der egal. Vater hieß, glaube ich, Apollo, ne? Ja, egal. Ja, also das fand ich, das Interessante daran war einfach dieser Hintergrund, dass er diesen extrem guten und berühmten Boxer als zum Vater hat, aber den eigentlich nicht kennt. Und trotzdem im Boxgeschäft ohne, also er will ja sich einen Namen machen, ohne dass die Leute wissen, wie er, genau, wen er zum Vorfahren hat, so. Ja, deswegen hat er sich auch so einen Spitznamen gegeben. Wessen Blut durch seine Adern fließt. Genau. Und das ist halt dieser ganze Konflikt. Er verbeißt sich die ganze Zeit so ein bisschen darin, ich will eine eigene Identität haben. Ich bin ein eigener Mensch und ein eigener Kämpfer. Und kommt dann halt leider in diese Schiene rein, wo er gar nicht hin wollte, dass er der Sohn ist und dass es endlich wieder einen Creed auf dem Boxmarkt sozusagen gibt. Aber später... Es gab ja auch genug Leute, die... Später sieht er es dann aber ein, dass das halt sein Blut ist. Es gibt auch genug Leute, die am Anfang des Films die das herausgefunden haben und Geld mit seinem Namen machen wollten. Genau das meine ich. Ja, genau. Und wollen sie ja auch später immer noch. Mhm. Und dass er nur... Er wird dann natürlich auch sehr... kritisiert dafür, dass er nur jetzt schon die ganz großen Kämpfe bestreiten kann, weil er halt Creed im Namen trägt und unser das Blut sozusagen. Und das streitet er natürlich so gut es geht ab, aber am Ende des Films sieht er es auch ein bisschen ein, weil es stimmt ja, dass er ist sein Sohn und wird es immer sein. Und das ist auch echt gut umgesetzt, dieser Konflikt, also den er damit sich selber fühlt. Dafür hat Stallone ja auch die Oscar-Nominierung als bester Nebendarsteller. Und viele hätten sie ihm auch gegönnt, letztendlich wurde er es ja nicht, aber also es ist auch verdient, dass er Oscar-nominiert war, weil er hat es echt gut gespielt. Ja, ist halt auch echt krass sympathisch als Trainer, weil jetzt kann man es ihm echt wirklich abkaufen in seinem Alter, dass er dieser... Er hat es so viel erlebt. ...erfahrene, weise Trainer ist, gleichzeitig dieser etwas grumpige... Auf dem Leben gezeichnet ist ein Mensch eigentlich. Champion. Oder Champion, genau. Die Woche darauf gab es direkt zwei Filme. Mhm. Das haben wir schon, wie oft haben wir das? Dreimal bis jetzt schon. Ja, sind wir einfach aus dem einen Film raus und in den nächsten gegangen. Ja, weil wir das einfach konnten und ja. Man gewöhnt sich dran. Also es gibt bestimmt Leute, die sagen, ich könnte das nicht. So mehrere Kinofilme an einem Tag. Wir gucken vielleicht jetzt nur so 10 oder 20 Filme im Jahr, aber ich meine, wir haben jetzt schon 13, es ist jetzt erst März. Ja. Aber es ist echt, man bereut das echt nicht. Okay, also weiter ging es dann mit Point Break und The Big Short. Aber Point Break haben wir zuerst geguckt. Also ich würde sagen, wir reden erstmal über Point Break. Genau. Und ja, was kann man dazu sagen? Unser erster 3D-Film, den wir geguckt haben. Stimmt. Also was wir Star Wars jetzt nicht mitzählen. Ne? Ich bin nämlich kein Fan von 3D-Filmen. Zum einen, weil ich weiß nicht, wie oft ich das schon erwähnt habe, aber ich kann es ja nochmal ansprechen. Ich kann nicht richtig 3D gucken. Ich bin mir nicht sicher, ob ich nur 2D gucken kann oder... Noch ein bisschen mehr als 2D, also so ein Zwischending. So zwischen 2,5D. Ja, genau so. Ja. Aber so richtiges 3D kann ich halt nicht. Aber deswegen bringen mir diese Filme auch nichts. Und ich bin Brillenträger und für die ist das sowieso nervig, eine Brille über eine Brille zu setzen, insofern. Brillenception, ne? Genau. Aber ich muss sagen, das 3D im Point Break war eigentlich ziemlich gut. Das war jetzt nicht so überkrass, dieses übergefüllte 3D, wo du denkst, ey, das war viel zu viel, das bräuchte ich gar nicht. Es war eigentlich schon echt gut gemacht. Und dieser Film hat sehr viele Orte der Welt abgelichtet. Ja. Also echt wunderschöne Landschaftsaufnahmen, also ohne Witz. Es geht um solche Extremsportler, die so einer komischen Ideologie folgen. Genau. Die irgend so ein anderer Extremsportler mal vorgegeben hat und daran aber gestorben ist oder so. Oder es gibt so die acht Weisheiten oder wie? Ja, oder acht Aufgaben oder so. Irgendwie sowas, sieben Aufgaben. Die sie der Welt leisten müssen, um die ewige...
Ruhe oder ins Nirvana zu kommen oder wie auch immer. Ja, irgend so ein so ein Extremsportler Nirvana. Genau. Und dann gibt es noch einen anderen Extremsportler, der mal seinen Kumpel verloren hat oder seinen besten Freund. Sein ja. Lebensfreund. Ich wollte gerade schon Lebenspartner sagen, aber ich glaube, die Beziehung hatten sie dann doch nicht. Nee. Vielleicht. Ich meine, wer weiß. Ja. Auf jeden Fall seinen besten Freund verloren hat durch so einen Stunt. Und dann alles daran setzt, zum FBI zu kommen oder so. Auf jeden Fall in diese Schiene. Ja. Und dann eben lernt dieser Extremsportler die anderen kennen. Warum? Und die werden nämlich als Verbrecher gesucht, weil sie im Rahmen ihrer Ideologie Verbrechen begehen. Springen zum Beispiel aus einem Flugzeug und reißen dabei ganz viel Geld mit und verteilen das dann über richtig ärmliche Dörfer in Peru oder sowas. Genau. Also es ist ein bisschen eine Robin Hood. Ja, es ist auch, ja, regt einen auch zum Nachdenken an auf jeden Fall. Ob das, was die da machen, total bescheuert ist, weil das sind schon so Figuren für sich, die auf jeden Fall ihre Angst überwunden haben über alles Mögliche. Also die haben fast vor nichts Angst, könnte man sagen. Ja, und das ist dann ja auch der Konflikt von der Hauptperson, der sich so fragt, finde ich das jetzt gut, was die machen, oder bleibe ich hier meinem vorigen Ziel treu und werde meinen ersten Fall, weil dieser Fall stellt ihn so ein bisschen auf die Probe. Er ist noch nicht anerkannter FBI-Agent. Agent und wird das aber, oder könnte das werden. Und sein erster Fall, ja, fordert ihn direkt so moralisch, sich zu fragen, bin ich auf deren Seite oder auf der Seite meiner Ausbilder? Auch mit einem echt guten Ende. Und das soll natürlich auch nicht spoilern, aber auch ein sehenswerter Film, sagen wir so. Ja, und echt krasse, echte, also zu vielen Teilen sehr echte Aufnahmen von halt Stuntmännern. Ja, genau. Und wenn man sich dafür sowieso interessiert, für diese ganzen Red Bull-Videos und so, wo Leute irgendwelche krassen Sachen machen, dann ist der Film auf jeden Fall auch was für euch. Für euch. Genau. Dann ging es weiter mit The Big Short. Ein echt sau schwieriger Film. Ja, also schwierig, nicht im Sinne von ich mag nicht, sondern von kompliziert, oder man muss echt aufpassen und man muss in dieser Materie drin sein. Und gleichzeitig richtig lustig. Ja. Der war echt witzig, der Film. Der war auch witzig. Es geht, ohne Großes auszuschweifen, die Story geht eigentlich darum, dass es Leute gibt, also unabhängig voneinander. Es gab, glaube ich, 3 oder 4 Schauplätze von Orten, von Leuten, die gegen den Immobilienmarkt in Amerika gewettet haben. Genau. Und die Leute sagten, ihr seid doch verrückt. Der Häusermarkt ist das Stabilste, was Amerika hat. Aber da haben wohl ein paar schlaue Füchse gesehen, das ist eine Zeitbombe und die wird irgendwann hochgehen. Mhm. Und die Banken haben eigenes Aktien für diese Leute angestellt, die Aktionäre oder ja, die also der Film bietet echt Einblick in diese ganze Szene. Genau. Und das ist ja auch eine wahre Story. Genau. Also es war ja erst vor kurzem diese ganze Wirtschaftskrise. Und die Bank hat sich natürlich die Finger gerieben. Ey, diese Idioten zahlen jetzt hunderte von Millionen Euro, ja. Nur Dollar. Damit, für die Aktien, die eh ins Bodenböse fallen haben werden. Sich dann die Taschen voll gemacht. Genau, und dann irgendwann gab es eben diesen riesen Crash und eben dann irgendwann die Blase ist geplatzt. Ändert sich der Film, weil dann sehen diese Leute, die haben zwar einerseits sind die jetzt steinreich geworden, aber andererseits sehen sie auch, wie diese Menschen leben. Genau, du kennst, weil so viele Existenzen Szene, wurden... Wo er geklingelt hat und dieser Mann in diesem großen Haus war. Ja. Und am Ende war er doch in dem Auto, an der Tankstelle, hat er in dem Auto gewohnt. Vor allem... er hat in diesem riesigen Haus gewohnt, aber gleichzeitig wirkte er so richtig ungepflegt. Also man merkte, wie billig dieses große Haus war. Oder da war doch diese Stripperin und sagt, wie? Hypothek, ich habe, wie sagt ja, du? Ich habe 5 Immobilien. Ich habe 4 Häuser und eine Wohnung. Ja. Und in diesem Moment dachte ich so, scheiße, da kann echt jeder ein Haus haben und da werden die Häuser hinterhergeschmissen. Ja. Und dann ist die Blase geplatzt und Existenzen wurden ausgelöscht. Und dann dieser Film beleuchtet das echt gut und witzig und gut gemacht, auf jeden Fall. Ja. Also man kriegt da, glaube ich, mehr Einblick, als wenn man das irgendwie anders versucht zu recherchieren. Also da muss man schon einige Bücher oder Artikel wälzen. Und dieser Film fasst das echt ganz gut und unterhaltend vor allem zusammen. Aber es ist echt sehr schwer, weil sie dann von Stocks und wie sie alle reden, das ist einfach, also die haben Immobilienbegriffe, die man auch nicht kennt. Ja, ich konnte mir das nicht merken. Eben, es ist auch nicht schlimm, weil du die Grundidee und die Geschichte, die verstehst du sofort, aber eben, man muss echt... Es gibt einige Szenen, wo halt wirklich... Man muss schon konzentriert sein. Man wird ein wenig zugetextet, das ist natürlich, passt in den Film rein, dass so eine Stimme aus dem Off dir was erklärt und es ist auch echt sympathisch gemacht, aber... Und Ryan Gosling einfach ein heftiger Typ. Man denkt schon manchmal einfach so,
Habe ich jetzt nicht ganz verstanden, aber mach mal ruhig weiter. Also es geht, Ryan Gosling ist dieser Erzählerstimme, der ist einfach badass, den kann man einfach richtig gut was abkaufen. Ja, aber auf Englisch ist er das. Ja, ich weiß, aber toll, das ist ja auch diese Synchronstimme, ja. Ist ja, ist ja, die ist auch gut, Anführungszeichen, ja, von Ryan Gosling. Ja, okay. Weißt du so. Ja. Tarantino kommt als nächstes. Ja, der letzte Film im Januar, den wir gesehen haben. Mhm. Wie ihr seht, das sind dann 5 Filme, die wir im Januar schon, allein nur im Januar gesehen haben. Die Rede ist natürlich von The Hateful Eight. Und das ist ja lustigerweise auch sein 8. Film, ne? Ja, deswegen heißt er auch so. Deswegen heißt er auch so. Der 8. Film von Quentin Tarantino, wobei Kill Bill Volume 1 und 2 als einer gewertet werden. Ja, das ist auch besser so irgendwie. Ja, also, nee, nur mal so der Richtigkeit halber. Ja. Eigentlich ist es sein 9. Film, aber Kill Bill 1 und 2 werden als einer gewertet. Also bei Tarantino kann man auf jeden Fall sagen, das sind krass moderne Filme, also die gehen ganz anders irgendwie an, ja, die Filmgeschichte heran erste, als aufgefallen viele diesem, andere Regisseure. Bei diesem Film, das war kein Film, das war ein Theaterstück. Das, wir sagen mal so, es war vielleicht nicht das Erste, was uns aufgefallen ja, ist. Ja, nicht das allererste. Aber unser Fazit war auf jeden Fall, das war ein verdammt gut geschriebenes, im besten spielendes Theaterstück. Genau, ja. Und das wollte Tarantino auch, das war jetzt nicht. Also nee, das nee, war, genau. Das war schon so, das war gewollt. Also man merkte das richtig, das ist auf jeden Fall ein richtig guter Film, aber das Geschriebene ist auch eindeutig Theaterstück. Man könnte es in Akte einteilen, es wurde selbst im Film selber in Kapitel eingeteilt. Genau. Und es ist immer so ungefähr derselbe Schauplatz und sehr viel, wie man es von Tarantino eigentlich kennt, sehr viel Dialoge, die total überlegt geschrieben worden sind. Die Wortwahl ist genau so getroffen, wie sie sein soll und wie er es haben will und du konntest bis zum Ende nicht herausfinden, wo will uns dieser Film eigentlich hinführen. Genau. Also du wusstest, es wird was passieren, da werden bestimmt auch Leute sterben und irgendwas. Ja. Aber wie was zusammenhängt, wer mit wem unter einer Decke steckt und sowas, man wusste das einfach bis zum Ende nicht. Das hat der Trailer nicht gespoilert, das hat auch der Film bis zum Ende eigentlich gar nicht Wobei, von sich gegeben. Was heißt bis zum Ende? Eigentlich eher bis zur Hälfte. Und ja. Also die erste Hälfte sozusagen, oder ich weiß nicht wie viel. War so ein Kennenlernen also, oder Beschau. Naja, war so ein Aufbauen dieser gesamten Situation. Genau, der Spannungsbogen wurde gespannt. Und die einzelnen Charaktere wurden beleuchtet. Und ab der Hälfte gab es dann, er? Ja, und dann gab es einen Szenensprung, wo die Zeit zurückgespult wurde sozusagen. Genau. Und dann wurde alles so ein bisschen aufgerollt und wie es jetzt wirklich war und man war total gespannt. Und warum sind sie jetzt alle da gekommen und es war eigentlich Wer hat die Fäden gezogen? Das war dann ein bisschen auch wie Sherlock Holmes, bisschen so ein paar Sachen so. Also das war wirklich, ja, ein mega guter Film, auf den ich mich gefreut habe. Es gab ja diese Filme, die man sagte, die will ich unbedingt sehen und The Revenant, Creed und Hateful Eight waren im Januar auf jeden Fall die Filme, die ich unabhängig von der Karte auch so gesehen hätte, weil sie wirklich mein Interesse geweckt haben. Ja. Und die Hateful Eight war so, als ich gehört habe, Hateful Eight kommt raus mit Tarantino, der 3 Stunden geht, wo ich dachte, ach, das ist echt ein geiler Film. Und Gönnung. Das war auch wirklich so. Erstmal gönnen. Der Soundtrack hat auch einen Oscar gewonnen. Ach so, ja klar, von Enrico Morricone. Der war auch echt geil. Der war mega gut. Ich weiß noch, dass hat mich so richtig an so alten... Jonas einfach 2-3 Wochen später immer noch gesund hat. Und ich so, was hast du mit diesem Soundtrack? Ja, einmal. Ja, ja, ich aber... Ich war da irgendwie ja, nochmal drauf gekommen. Ja, das war mega gut einfach. Der Soundtrack war echt wirklich... Ja, genau. Der war so richtig... Der hat mich richtig an so alte Filme erinnert. Und der bleibt auch richtig im Kopf. Ja. Also wirklich, der bleibt richtig im Kopf und... So ein richtiger Western irgendwie. Da hat Tarantino echt wieder... Es war halt auch echt ein typischer Tarantino-Film, viel Blut. Also die Fake-Blut-Hersteller-Fabriken haben sich wieder gefreut, als er angekündigt hat, einen neuen Film zu machen. Ja, also im Trailer wurde ja auch gesagt, es gibt 8 Rollen. Der Henker, der Kopfgeldjäger, die Gefangene, was auch immer. Ja, und die sind dann alle unter einem Dach. Und das fand ich auch so interessant. Im Trailer habe ich das so gar nicht verstanden. Wieso ist diese Gefangene damit so... Wieso findet die das so okay? Und das war wirklich... wie hieß sie nochmal? Und das war eine echt gute... Die hat auf jeden Fall auch eine Oscar-Nominierung als beste Hauptnebendarstellerin bekommen. Das war auch eine echt gute Darstellung. Ja, und die hat weil die hat das so geil gespielt. Ne? Die so einen auf den... Der ist alles scheißegal. Sie wusste, dass sie stirbt. Ja, so also eine das Ende, total... Also am Ende ist natürlich... Abgebrühte Mörder... Genau. ...Braut. Der Richter geht vor alle Mann, vor die versammelte Mannschaft und sagt, das hier ist meine Gefangene und sie wird hängen und sie macht selber... veralbert ihn damit ja eigentlich so ein bisschen, so macht so eine Galgenbewegung. Ja, und es geht ja die ganze Zeit eigentlich darum, dass dieser Richter mit seiner Gefangenen in diesem vom Schneesturm eingeschlossenen Hof
mit diesen ganzen anderen Menschen unter einem Dach ist und er total misstrauisch natürlich gegenüber diesen anderen ist, weil er schon vermutet, dass da Komplizen von ihr dabei sind, die sie überwältigen und befreien wollen. Es war im Trailer wird erstmal gesagt, vertraue niemanden und wirklich, dieser Satz, vertraue niemanden, ja, passt einfach zu der Hate von Hate, die Faust aufs Auge. Da treffen halt echt diese ganzen verschiedenen Menschen aufeinander und jeder ist anders und jeder könnte andere Ziele verfolgen. Und trotzdem gibt es dann im Endeffekt Leute, die zusammengearbeitet haben die ganze Zeit und schönes Drehbuch. Schöner Abschluss für den Januar. Und irgendwo einordnen in Tarantinos Filme will ich es gar nicht. Nee. Also ich will Tarantinos Filme eigentlich nicht in eine Reihe legen. Weil die sind einfach Kunstwerke für sich, ne? Ja, da würde man ja die Dämonen der Hölle auf sich loslassen, ja, genau, wenn man irgendwie online sagen würde, der ist viel besser als der andere, oder? Ja, so. Genau, also... Die erste Februarwoche hat dann wieder mit zwei Filmen angefangen. Ja, also wir haben meistens zwei Filme geguckt, wenn die uns nicht so sehr interessiert haben, ja, sondern wir die einfach abarbeiten wollten, genau, sozusagen. Genau, wo wir sagen, okay, es kommen geile Filme, besonders weil nach dieser Woche einfach der Film schlechthin kommt, aber dazu gleich mehr. Ich meine, wir wollten es natürlich ausnutzen, dass wir jetzt monatlich zahlen und auch hingehen müssen ins Kino und dann haben wir uns auch Filme angeschaut, jetzt auch, also die man sich sonst nicht gegeben hätte. Wir hatten beide Semesterferien, deswegen konnte man ja auch immer spontan, wir sind zwar immer am Wochenende gegangen, aber man konnte eben mal eben einen Abend entbehren. Auf jeden Fall. Das wird sich nicht groß ändern, weil eben das Semester jetzt angefangen hat, aber ja, so mal eben spontan zwei, drei Filme gucken wird nicht mehr sein, aber ja. The Forest und Ride Along 2, also das war wieder ein Abend. Ein Abend. Ja, also und The Forest ist hier mit, wie heißt sie denn? Natalie irgendwas? Nein, die Person kannte ich nicht in The Forest. Die ist von fucking Game of Thrones. Ich habe Game of Thrones nicht gesehen. Was kennst du die denn? Nicht kreuzigen, tut mir leid, ich habe Game of Thrones nicht gesehen. Ich habe es auch nicht gesehen und ich weiß, wer das ist. Also es geht darum, da ist eine Frau, die gut im Leben steht, sie hat einen Mann, sie hat ein Kind, hat sie ein Kind? Nee, auf jeden Fall steht sie gut eine Existenz. Ja genau, steht ihr gut im Leben, wohnt in Amerika. Und ihre Zwillingsschwester ist nach Japan gezogen, um da zu studieren. So, und sie wird aber vermisst. Die haben herausgefunden, dass sie in einen ganz bestimmten Wald entschwunden ist. In einen Selbstmordwald. Und sie selber kann sich aber nicht vorstellen, dass ihre Schwester Selbstmord begangen hat, weil sie kennt ihre Schwester als Zwilling sowieso noch. Man hat ja immer man sagt ja immer, die Zwillingsschwester haben ja noch eine viel enge Verbindung. Ja, das wird auch aufgegriffen, dass genau, da wirklich etwas ist, was sie spürt, dass genau, ihre Zwillingsschwester noch am Leben ist. Und genau, du bist da jetzt sehr schnell drüber gegangen, so, über diesen Wald. Ja, genau. Das checkt man vielleicht nicht unbedingt. In Japan gibt es vielleicht sogar mehrere, aber auf jeden Fall gibt es wirklich diesen einen Wald. Das ist auch übrigens keine wahre Geschichte, aber der Wald existiert wirklich. Ja, also ich weiß nicht, ob der Film nach einer wahren Geschichte irgendwie... Da ist ja auch so ein Reporter und so, der vorgekommen, ja, genau, ist. Vielleicht ist es sogar auf irgendeiner wahren Begebenheit basierend, ja, aber das wissen wir jetzt nicht. Auf jeden Fall gibt es aber diesen Wald wirklich und da wurden auch früher, also im alten Japan sozusagen, die Alten und Kranken wurden in diesen Wald geführt, um dort zu sterben, weil das Dorf sie nicht mehr versorgen konnte oder warum auch immer, ne? Also die wurden da hingeführt, um dann da ihre letzten Stunden zu verleben. Und da ranken sich dann natürlich Millionen von Sagen um diesen Wald und dass dieser Wald Menschen verändert. Und wenn man da drin ist, kriegt man Halluzinationen. Und es ist ja ein Horrorfilm. Er war ab 16? Ja. Und ich musste aber irgendwie immer an den Slender denken in diesem Wald. Keine Ahnung warum. Slenderman. Ich musste immer an Slenderman denken. Ja, und sie ist der Überzeugung, dass sie ihre Schwester sich aber nicht umgebracht hat, sondern dass es dass ihr was zugestoßen ist in diesem Wald. Und jetzt, dann geht sie lernt in Japan dann einen Mann kennen und dann wird der Film man hat immer schon so ein hat immer so ein paar Jumpscares, die aber echt gut platziert sind. Es geht. Ich meinte zu Philipp, also wenn dieser Film hauptsächlich der Eismann. Okay. Kaufen Sie Eis in Ihrem Kino. Ja. Wo waren wir? So ist er jetzt ruhig. Also mit den Jumpscares, genau. Ich habe gesagt, ich meinte vorher zu Philipp, wenn Horrorfilme immer mit Jumpscares es schaffen, dass es gruselig ist, dann sind sie echt billig. Und dieser Film hat sehr viele Jumpscares benutzt. Also ich habe mich dann immer zu Philipp rübergebeugt und mit der Hand gezählt, wie viele es jetzt bereits gab. War natürlich auch ein bisschen um mich selber. Wenn ich Horrorfilme gucke, dann versuche ich immer so ein bisschen
mir einzureden, ja, ich gucke gerade einen Film und dann achte ich darauf, wie die Kameraführung ist und wie das alles gemacht wird und so. Der Film war echt nicht gruselig, aber er war echt gut gemacht, muss ich sagen. So von dem Setting her war der echt gut gemacht. Ich muss sagen, auch das Ende war, fand ich nicht so gut, ohne das zu spoilern. Teilweise war, ich fand das Ende voll gut. Echt? Ja. Nee, ich persönlich fand das nicht so gut. Ja, so sieht man's. Auf jeden Fall, man kann sagen, ja, die Schwester hat sich wirklich nicht umgebracht und ihr ist wirklich was passiert. Aber wie jetzt das Ende zusammenhängt, das möchten wir hier nicht erwähnen. Aber also, und es bleiben auf jeden Fall Fragen offen, was jetzt, also dieser Wald verursacht wirklich Dinge, also sie sieht Dinge, die nicht da sind und man fragt sich am Ende doch, war diese eine Sache jetzt ihre Halluzination oder war es wirklich da? Und ich habe mich auch gefragt, hat sie wirklich eine Zwillingsschwester? In dieser zwischenzeitlich konnte man sich auch merken, ist sie wirklich verrückt? Oder hat sie wirklich eine Zwillingsschwester? Also, unterhalten hat mich der Film auf jeden Fall. Ich würde nicht, also wenn ihr sagt, ich will einen Schocker heute Abend gucken und mich gruseln, das ist... Da guckt Annabelle oder Conjuring. Ja, das ist vielleicht teilweise möglich, aber eigentlich ist es, er ist ja auch ab 16, ist es einfach ein Film. Also sagen wir, das ist ein guter, düsterer Film, der echt gute Szenen hat, aber auch kein richtig mega krasser Horrorfilm ist. So, ja, auch eine nette Idee und... Ein paar viele Jumpscares vielleicht. So, jetzt kommen wir, glaube ich, zu dem schlechtesten Film bis jetzt, den wir geguckt haben. Aber das haben wir uns auch gedacht. Ja, aber es war jetzt nicht so... also wir sind ja, wie gesagt, ohne große Erwartungen. Also wir würden angegangen. Ihn jetzt nicht in Grund und Boden stampfen, aber der ist schon ziemlich scheiße. Also ich will jetzt nicht sagen, dass das scheiße ist, aber doch. Ride Along 2. Richtig, mit Kevin Hart. Und Ice Cube. Ein Comedian, den ich eigentlich richtig feiere. Ja, der ist echt wirklich super. Drauf hat. Aber ich fand Ride Along 1 schon nicht so gut. Seine Rolle ist halt nicht so geil, ne? Und seine Rolle ist auch überhaupt nicht so, wie er normalerweise in seinem... Ich fand Ride Along 1 schon nicht so gut, aber Ride Along 2 ist eben... Fortsetzungen sind ja so, besonders bei Komödien eigentlich immer schlechter. Ja. Und hier tritt das leider auch auf. Also wirklich ein Film, die Lacher, die waren eigentlich gar nicht so witzig. Also das Beste wurde... Zum einen haben wir uns sowieso gesagt, scheiße, wir können den nicht auf Englisch gucken. Ja, genau. Das nimmt eigentlich schon mal alles raus, was irgendwie dadurch witzig wird, wie Kevin Hart oder Ice Cube sprechen im Original. Wenn die Comedians sich einfach unterhalten, die haben ihre eigenen Running Gags und sowas und vielleicht... Und einfach die Art, wie sie sprechen. Ja, das, genau. Das ist ja was ganz Eigenes und damit sind die ja auch teilweise auf der Bühne so bekannt geworden. Das kommt in diesem Film dann halt auch für uns überhaupt nicht rüber, wenn wir es auf Deutsch schauen, weil die Übersetzung war echt nicht gut gewählt, finde ich. Und dann waren die Jokes einfach auch so flach und teilweise auch schon im Trailer verballert, dass man echt dachte... Ja, und die Action-Szenen waren halt auch low-budget eigentlich. Also Ride Along 2 wäre echt so ein Film, dafür würde ich also echt kein Geld ausgeben. Also den habe ich echt nur geguckt, weil wir diese Karte haben. Genau. Und das war echt... Also wir gucken schon viele Filme, aber auch welche, die uns interessieren. Also wirklich, Ride Along 2 wäre jetzt auch nicht so jetzt, wo ich sage, oh mein Gott... Der war richtig scheiße, aber es war schon der schlechteste Film, den wir gesehen haben. Aber dennoch finde ich alle Filme, die wir bis jetzt... Es gibt viel schlimmere Filme. Ja, genau. Aber dennoch, die Filme, die wir bis jetzt gesehen haben, denke ich, echt, die waren mega gut. Natürlich, aber, wir hätten noch viel, viel mehr gucken können. Aber Ride Along 2 würde ich nicht mal gucken, wenn es darum geht, einen trashigen Film zu gucken. Nee, der war... Weil er dafür zu... Der ist so gut. Also naja, also nicht so gut, aber zu... Naja, nee. Und zu teuer. Es ist einfach nicht unterhaltend. Selbst wenn man sich drüber lustig macht. Der soll auch nicht trashig sein. Eben. Also nicht so wie Sharknado und sowas, das ist der Klassiker, sondern die meinen das ja ernst. Und ja, das war so ein Film, den echt man... Aber das macht den, finde ich, noch schlechter eigentlich. Also so ein Kann-Film, wenn man so... Das Problem ist, du kannst doch nicht mehr sagen, ja, einen witzigen Abend, weil der Film ist echt nicht witzig. Nein, er ist nicht witzig. Der ist echt nicht witzig. Und da waren halt auch, obwohl wir die 23 Uhr Vorstellung hatten, glaube ich, waren da einfach auch so Kinder, die dann... Ja, wirklich, sich so merkwürdig darüber unterhalten haben, an den albernsten Stellen natürlich laut gelacht haben und man hätte die halt echt gerne rausgeschmissen. Die sagten auch, oh mein Gott, ich wusste, dass das jetzt passiert, wo ich dachte, das stand nie aus der Frage, dass das jetzt irgendwie passieren sollte. So. Ja, also da war so ein kleiner Plot-Twist und den hat jeder kommen sehen und die haben sich halt ganz toll gefühlt, dass sie ihn kommen gesehen haben, aber... So waren wir alle mal, oder? Ja, klar. Also mit 12 habe ich auch mich ganz, ganz toll gefühlt, wenn ich irgendwie... Der Film ist jetzt nichts Besonderes, aber wie gesagt, wir haben auch nie erwartet, deswegen wurden wir auch nicht so krass enttäuscht. Ich fühle mich immer noch toll, wenn ich klug scheißen kann, insofern. Also, wir wurden auch nicht so krass enttäuscht, weil wir eben keine so hohen Erwartungen hatten. Viel schlimmer wäre es, wenn du richtig Bock auf den Film hast und der wird richtig schlecht. Ja. Das hatten wir bis jetzt aber noch nicht. Was man aber sagen kann, ist auf jeden Fall, obwohl dieser Film so chaotisch und albern und fast-paced ist, bin ich trotzdem fast eingeschlafen. Ja, und das ist natürlich ein Todesurteil für eine Komödie, ne? Genau. Dum, 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 dum. Deadpool. Todesurteil und Komödie in einem Satz. Deadpool. Oh.
der Film schlechthin. Also in Amerika. In Amerika wurde der teilweise echt als Liebeskomödie beworben, weil es ja um den Valentinstag herum rauskam in die Kinos, ne, und auch viele Leute den tatsächlich dann als Pärchen geschaut haben, wurde der als Liebeskomödie angepriesen und das ist auch gar nicht so falsch. Nee. Es geht um Liebe, es ist also richtig witzig. Deadpool ist, aber für Leute, die es vielleicht nicht wissen, das ist Marvels Anti-Held-Meisterwerksfilm, in der, Anführungszeichen. Die einzige Comicfigur, die weiß, dass sie eine Comicfigur ist. Ja, das ist so. Also es gibt auch... Redet mit der Kamera. Also der Film ist genau das, was die Fans von Deadpool wollten, ja, eigentlich, weil... Es ist auch... Also X-Men wird so geil verarscht. Also wirklich, das ist so geil auch... Aber es spielt halt auch im X-Men-Universum. Ja, aber Colossus, ich habe keinen Bock auf deine scheiß X-Men-Scheiße. Also er sagt das wirklich im Film. Ja, ja. Und das ist einfach mega geil. Deadpool... Mit dem Soundtrack schlechthin eigentlich. Ja. Und hören ein Kollege und ich immer, wenn wir zum Sport fahren, immer noch. Und wir rasten immer richtig darauf aus im Auto. Ja, Mann. Echt gut. Also der ist mega erfolgreich auch weltweit. Hat jetzt letztens die 700 Millionen Dollar geknackt. Total verdient, weil echt der Film super geil ist. Und ich glaube, damit haben die auch die Erwartungen auf jeden Fall übertroffen. Ja, also wir haben schon erwartet, dass er das ist ein anderes. Sie haben gehofft, dass er richtig gut wird, aber sie waren sich nicht sicher, ob es auch so wird. Und ich glaube, ja, weil Marvel, jeder weiß, dass Marvel ist Avengers, Guardians of the Galaxy, so Superheldenfilme. Und Deadpool ist was komplett anderes. Wobei das ja jetzt auch von Fox ein Film war. Ja, ne? Genau. Und nicht aber von Disney. Und ich glaube, für die Produktionskosten haben sie auch echt eigentlich alles rausgeholt mit den CGI und so, weil es ist halt nicht so leicht, wie mit dem Budget, den ein Avengers-Film bekommt, ist es klar, dass man krasse visuelle Dinge hinkriegt. Ja, ja, genau. Aber bei Deadpool ist zum einen ist da nicht die Apokalypse am Start, nicht mal ansatzweise, sondern da geht es eigentlich nur um ihn und seine Story. Und trotzdem wurden da echt so erfrischende Ideen auch eingesetzt, wie man sowas so choreografieren viele, kann, so einen so Kampf. Viele auch. Zum Beispiel Ryan Reynolds ist ja der Schauspieler und er sagte auch, das ist seine Paraderolle. Ja, das ist seine auch, Vision. Und das stimmt auch. Es war so geil. Zum Beispiel sagte er in der Szene, er hat ja auch Green Lantern gespielt, sagte er, bitte alles nur kein grünen Anzug. So, er nimmt sich selber und seine früheren Filme ein bisschen auf die Schippe. Das fand ich auch so richtig erfrischend. Kein grünen Anzug und schon gar nicht animiert oder irgendwie so. Also richtig geil einfach. Und das Lustige war einfach, der Anzug wurde tatsächlich sogar in dem Film animiert, ne? Ja. Also es gibt einige Szenen, wo Deadpool einfach eine animierte Figur ist, weil das geht ja so easy mit seinem roten Maskenanzug, dass das einfach mal eine CGI-Figur sein kann. Viele lustige Witze wurden im Trailer schon verraten, aber bei weitem nicht alle. Der Film es gibt noch so viele gute Filme und ich will jetzt auch nicht verfallen ins... Es war aber auch nicht dieses wow, Superhelden, sondern es war echt eine Komödie. Also wirklich, du kamst da rein, es war Superhelden und Komödie zusammen. Ja. Man dachte, geht das? Und es geht super. Also er ist ja auch kein richtiger Superheld. Wir kamen da raus. Er ist ja wie gesagt der Anti-Held. Ja, wir kamen da raus und dachten, ey, was ein geiler Film, den will ich unbedingt nochmal gucken. Es ist sozusagen ein Superheldenfilm, aber die Hauptrolle ist kein Superheld. Ja, genau, so vom Ding her. Aber hat halt Kräfte. Es ist mega geil. Es geht eigentlich, grob geht es darum, er ist schwer krank, dann hat eine Beziehung, eine sehr intime, sexlastige Beziehung zu einer Frau. Ja, aber auch eine extrem natürliche Beziehung. Ja, genau. Also die beiden haben sich echt gefunden. So. Genau. Er ist schwer krank und mein Mann sagt ihm, pass auf, was ist, wenn wir dir jetzt sagen, du bist komplett geheilt und du kriegst Kräfte. Und sogar noch mehr. Und Kräfte, genau, die du dir gar nicht vorstellen kannst. Da sagt er, ja. Also da hat er eigentlich keinen Bock drauf. Keinen Bock drauf, aber eben ein paar äußere Umstände haben ihn dazu gezwungen, das doch zu machen. Ja. Und eigentlich geht es nur darum, dann ist er zwar geheilt und seine Frau wurde entführt, sucht sie wieder. Also das ist so grob die Story, wie es geht. Ja, da ist jetzt einiges übersprungen. Zum Beispiel die Entführung kommt sehr spät. Genau, die Entführung kommt sehr spät. Ja, schon ein Spoiler. Es geht eigentlich erstmal darum, wie er umgewandelt wurde, wie er überhaupt aussieht, ich fand's wie dann er ganz, zu der Maske gekommen ist, dann, warum er die Maske getragen hat. Ja, ich fand's dann auch ganz geil, wie gesagt, also wie ihm halt Hoffnung gemacht wurde, ja, wir machen sie zu einem Supermenschen, wir lösen all ihre Probleme und noch mehr und im Endeffekt geht es dann darum, dass er eine Testperson ist für Supersoldaten, für Sklaven, wie es da auch ausgedrückt wird. Ne? Dass wieso sollten sie so einem Schwerverbrecher, er ist ja der übelste Motherfucker, der so ein Auftragskiller, der ganz eigenen Lebensstil hat. Eine ganz andere Sicht von Welten alleine. Und natürlich ein Verbrecher ist, wie gesagt, in dem Sinne. Vorher haben wir ein bisschen nochmal geredet und
Allein auch diese, bevor er überhaupt Deadpool wurde, allein auch mit diesem Stalken, mit dem, oder mit dem Pizzaboten, so, ja, ja. Also sein voriger Beruf war einfach nur, er wurde, er war ein Auftragskiller, beziehungsweise ein, Und er hatte diese Deadpool-Persönlichkeit halt auch schon, bevor er Deadpool wurde. Genau. Und danach wurde es halt echt perfekt. Ich glaube auch, es ging gar nicht anders. Also hätte er anders gedacht, das würde auch nicht gehen. Also er musste schon irgendwie ein bisschen diese Eigenschaft haben, wie Deadpool. Auf jeden Fall. So, und auf jeden Fall sagt dann dieser Typ, ja, wieso sollte man denn so jemandem wie dir, so, du solltest im Gefängnis sitzen für alle Ewigkeiten, wieso sollten wir dir deine Krankheit heilen und so. Also da geht's dann um diese Rivalität auch zwischen dem Doktor und ihm. Mhm. Und darum geht's dann halt eigentlich auch. Also auch viel Rache dabei. Er ist auch auf der Suche nach Heilung und so. Richtig guter Film. Ja, und selbst das Ende, es war auch... Wie, von Anfang, also das, es war von Anfang bis witzig, von Anfang bis witzig, ja. Es war von Anfang bis witzig. Ja, Ende, ja. Das lassen wir einfach so stehen. Es war von Anfang bis Ende witzig, von dem gleiche Art der Humor, mit der Gagdichte, die echt fast unübertroffen ist. Wirklich fast jeder zweite Satz ist echt ein Knüller. Und ja, also es gibt auf jeden Fall Witze, die nicht so sehr zünden, aber das wird überhäuft von anderen Witzen, die die ganze Zeit überzünden und das ist schwer. Also und auch dieser Szenen, so Action-Szenen, der Film hätte so, der hätte so viel alberner sein können, der Film. Und er hat so einen schmalen Grat zwischen Albernheit, Ernsthaftigkeit und Spannung. Und also da ist ein ganz schmaler Grat und ich finde, den hat der Film doch ganz gut getroffen. Den haben sie echt super getroffen. Also manchmal tritt er ein bisschen daneben, würde ich tatsächlich sagen, aber so selten. Ja, aber also wirklich ein Film... Auch ein Must-See eigentlich, ein Must-Watch. Ja, das auf jeden Fall. Sagt. Ein Film mit Will Smith und Football, das ist erschütternde Wahrheit. Ja. Das ist erschütternd. Eine erschütternde Wahrheit. Oh Mann. Ja, was also, Witz. Den haben wir dann zusammen mit noch einem dritten, den wir ins Boot geholt haben. Das Unlimited-Boot. Ja, genau. Wobei mein Bruder ja mittlerweile auch drin ist, aber der hat seine eigenen Leute. Also, es ist schon so ein kleiner. Wir sind hier mittlerweile schon 5-6 Leute, aber. Ja, also, wir haben immer mehr Kumpels dazugeholt, genau. Die dann auch. Das lohnt sich halt, ne? Wir machen so viel Werbung dafür, es ist scheiße, ey. Erschütternde Wahrheit. Worum geht's in erschütternde Wahrheit? Also, Will Smith ist ein. Gerichtsmediziner. Gerichtsmediziner, genau. Der eben eine erschütternde Wahrheit herausfindet. In Bezug auf Football. Und ja, also, das ist so ein ganz extrem belehrter Mensch, ja. Der aus, ich weiß nicht mehr welches Land, der aus Afrika, Kenia glaube ich, ja, es geschafft hat, Nigeria, ist ja auch unwichtig, durch Bildung und Weiterbildung und Wissen und Wissenshunger und Studien hat es geschafft, halt Gerichtsmediziner in den Vereinigten Staaten zu werden und das Doktor zu machen, ne, was und, eben extrem ja, hart ist. Mehrere Doktoren und, ja, genau. Und Master und wahre Begebenheit, deswegen erzählen wir das auch, weil es diesen Typen halt wirklich ja. Gibt, der wahrscheinlich so viele Abschlüsse hat. Es geht hat. In diesem Film auch um, also zweitrangig, er lernt eine Frau kennen, die ihn unterstützt, aber das ist eigentlich gar nicht... Ja, es geht auch so ein bisschen darum... Um die Liebe, um den, dass sie ihn auch auffängt, weil er hat echt was Kontroverses herausgefunden und sie ist auch so sein privates Auffangbecken. Auf jeden Fall. Dass er das wirklich alles wirklich schafft. Weil er sich wirklich gegen mit der NFL anlegt. NFL heißt National Football League. Ja, also er findet heraus, dass es eine Krankheit, eine sehr verheerende Krankheit gibt bei den Footballspielern, bei denen, die sehr viel Football in ihrem Leben gespielt haben, die erst spät einsetzt, aber halt durchs Footballspielen ausgelöst genau. Wird und tödlich das, endet. Das und kann ja, das würde die NFL gar nicht hören. Und gegen so einen Konzern vorzugehen als einzelner Typ, das ist auch, die wollen ihnen auch das Leben schwer machen und sowas. Das Interessante an der Sache ist, er will denen halt wirklich nur helfen. Er will, dass die das wissen. Er will ja. Nicht den Sport zerstören. So genau. Ist es nicht. Er interessiert sich zwar nicht so sehr für Football, aber er möchte diesen Sport und vor allem diese ganze Euphorie dahinter. Er weiß ja, seine Stadt, das ist es ja gerade, die Stadt, in der er lebt, ist ja diesem Sport so verfallen. Ach, Pittsburgh. Pittsburgh Steelers sind das. Pittsburgh ist das. Okay. Kann sein. Nee, es ist mir gerade eingefallen. Er will denen das nicht kaputt machen, aber er will, dass dann nicht Menschen diesen Sport und dieses Risiko eingehen, ohne zu wissen, was das ja. Für ihr Leben bedeuten könnte. Das könnte er auch moralisch und seine Werte als Arzt oder als Gerichtsmediziner, das könnte er ihn auch nie... Das könnte er sich nicht verzeihen, genau. Wenn er das einfach und verschweigen auch, kann. Sein Chef sagt ihm auch, wie kannst du denn an diesem Typen rumschnibbeln? Ja, also sein Vorgesetzter oder sein Kollege, also sein richtiger Chef ist ja sogar auf seiner Seite. Ja, genau. Von dem gesamten das ist eher so ein, Komplex. Aber so ein, das ist so ein, weiß ich gar nicht.
Für die Abteilung mit zuständiger. Genau, er sagte, ich zahle dafür keinen Cent. Und er hatte wirklich drei, vier. Weil der auch halt, er sagt, lass es einfach ruhen. Das ist ein alter Held. Also er untersucht da so einen Footballspieler, der halt auf komische Weise gestorben ist. Den möchte er untersuchen und rausfinden, was mit ihm passiert ist. Und dieser Typ, von dem wir gerade sprachen, der will ihm das halt ausreden, dass das einfach mal ruhen lassen soll, dass es ein alter Stadtheld ist und er nicht möchte, dass da ein Skandal um diesen entsteht. Und am Anfang war Will Smith, also die Figur selber, ein bisschen stutzig, was er entdeckt hat, aber als er dann gemerkt hat, dass es noch mehr Footballspiele gab, die auf dieselbe Art oder auf eine ähnliche Art gestorben sind. Und auch noch sterben werden. Ja, und dann wusste er schon, okay, das hat einen Zusammenhang mit Football. Genau. Genau, und das macht der Film halt auch echt. Das macht er echt gut. Und es ist krass, wie wenig, also wie viel Ansprüche man ans heutige Kino schon haben kann. Ne? Weil jeden Film, außer jetzt solche schlechten Komödien, da kommt gleich auch noch eine, den wir geschaut haben, hat das, was er wollte, eigentlich gut umsetzen können. Ja. Ich meine, wir sind jetzt auch wirklich nicht, ich werde vielleicht irgendwann in die Richtung gelehrt sein, aber noch sind wir jetzt nicht wirklich studiert in Filmsprache und so. Aber wir sind einfach Konsumenten und wenn es uns gefällt, dann gefällt es uns und das ist eigentlich alles, worauf es hinausläuft. Der Film ist auch extrem gut gemacht und was mich auch wirklich... Wollen wir mal nicht übertreiben. Es ist gut gemacht. Was mich überrascht hat, war eigentlich, dass Amerika so einen gesellschaftskritischen Film rausgebracht hat. Weil normalerweise ist es ja immer America the Greatest. Ja, das weil es ich, vor allem genau darum halt auch ging. Das fand ich aber auch bei The Big Short so. Die haben wirklich mal auch gesagt, Amerika, ihr habt auch mal Fehler gemacht. Und besonders auch bei der NFL hat er nicht Amerika den Fehler gemacht. Das weiß ich aber gar nicht, welches Land diesen Film rausgebracht hat. Es gibt auch englische Filme. Das fand ich extrem auch mutig eigentlich, dass sie sagten, aber du kannst doch, ganz kurz, ich weiß genau, was du meinst, dass häufig Filme rausgebracht werden, die diese Staatszugehörigkeit stärken sollen, genau. Die sagen sollen, Amerika ist super, das ist toll, aber du kannst doch den Filmemachern nicht den Mund verbieten. Nein, das wollte ich. Das passiert auf jeden Fall. Also was weiß ich, welche korrupten Dinge da vor sich gehen im Hollywood. Ja, klar, nur. In Hollywood, aber wenn man einen guten Film zu diesen Themen hat und den realistisch angeht und der ist ja gar nicht so kritisch gegenüber der Sache, sondern eher neutral. Und es ist nun mal passiert, ne? Und dann kann man ja nicht erwarten, dass Amerika einfach sagt, solche Filme können wir nicht raushauen, obwohl die ja nur Realität darstellen. Aber trotzdem zu sagen, okay, wir gehen gegen die NFL vor in diesem Film, fand ich echt schon mutig, kann ich ja trotzdem gesagt haben. Ich weiß schon, es ist eine wahre Begebenheit, aber ich fand das trotzdem mutig. Ich stimme halt nicht ganz zu, weil ich nicht finde, dass dieser Film gegen die NFL geht, sondern davon berichtet, wie diese Situation zwischen diesem Doktor und der NFL war. Ja, gut. Der Film hat ja nicht die Message, die NFL, sind irgendwelche Schweine. Es geht darum, dass da wirklich eine Wirtschaft dranhängt an diesem Sport, eine reelle, wie bei Big Short, existenzengründende Wirtschaft. Die Saison ist ja jetzt vorbei, aber in Deutschland konntest du auch im Food TV Footballspiele gucken und du konntest sehen, egal welcher Spieltag es ist, es war restlos ausverkauft. Es war wirklich Game Day oder Match Day, war wirklich ein Feiertag für die Amerikaner. Also dieser Sport ist... Das ist Fußball in Deutschland, das ist was ganz anderes als Football in Amerika, wirklich. Also das ist noch was... Und das ist sogar vergleichbar eigentlich. Ja, aber also in Amerika ist es noch viel krasser. Es ist fast eine Religion da, so gefühlt. Ja, das weiß ich nicht. Und kann sein. Also der Film ist echt auch mal was anderes gewesen. Also ich kannte sowas vorher ich hab noch sowas, nicht. Ich dachte, das wird vielleicht so ein Sportfilm oder genau. So. Aber es ging halt viel mehr um diesen medizinischen Standpunkt. Genau. Um dieses Familiendrama auch, dass diese Stadt sich gegen diesen Mediziner gewandt hat. Genau. Weil sie so Angst um ihren Sport hatten. Weil sie Angst hatten. Was ja auch verständlich ist. Genau. Man verschließt gern die Augen vor dieser erschütternden Wahrheit. Drin. Kennt ihr das? Ihr guckt Filme nur, weil die Schauspieler da drin sind? So, ja, aber so. Das ist ja auch, das wissen die Filmemacher, glaube ich, auch. Ja, ich weiß, aber so. Die holen sich dann schon die Leute. Einer Bruce Willis zum Beispiel oder auch Will Smith, wo ich denke, okay, seine Filme mag ich, aber, also der Film ist auch generell, ich würde ihn auch mit den anderen gucken, aber Bruce Willis ist dann immer so direkt so eine Sache. Kennt ihr diesen Moment, wenn euer Großvater pervers ist als ihr selber? Nein, ehrlich gesagt nicht. Ich auch nicht. Aber Zac Efron kennt das. Meine Großväter sind beide tot. Nee, meine leben beide noch. Alles klar. Ja, Dirty Grandpa
haben wir uns als nächstes angeschaut, direkt nach Erschütternde Wahrheit. Ich mochte den jetzt nicht wirklich gern. Also sagen wir so, er war besser als Ride Along 2. Ja, er war Ride Along 2, aber wenn wir hier so ein Ranking machen müssten, dann wäre er halt danach. Ja, genau. Ist halt auch wieder eine Komödie, ne? Und dann wieder eben diese Sache, wir konnten ihn nicht auf Englisch gucken, das ist eben das Traurige. Immer ist es immer... Komödien sind generell ziemlich schwer. In Deutschland muss auf jeden Fall, es wird schon teilweise gemacht, aber es muss auf jeden Fall noch viel mehr im O-Ton gezeigt werden. Um nochmal Deadpool einzuschieben, ich glaube Deadpool auf Englisch wäre noch ein Tacken geiler geworden. Ja, das ist es immer. Alle diese Filme wären auf Englisch für mich, höchstwahrscheinlich für dich auch. Ja, klar. Immer besser. Ja, aber jetzt geht's um Dirty Grandpa. Worum geht's da? Also es geht darum, Zac Efron und Robert De Niro spielen zusammen als Enkel und Großvater. Es beginnt damit, dass er Zac seine Frau Efren. Beerdigt, dass Robert De Niro seine Frau beerdigt. Ja, richtig. Und Zac Efron gerade in Hochzeitsplanung steckt mit seiner Freundin oder Verlobten. Zac Efron ist eigentlich ein ganz normaler Typ gewesen, auch in den Augen des Großvaters und so. Hatten die eine ganz gute Beziehung zueinander, vor allem als er noch klein war, hatten sein Großvater und er eine gute Beziehung. Und der ist dann so, später ist Zac Efron von seinen Träumen, die er hatte, von wegen Fotograf werden und so, leider so ein bisschen weggekommen und reingerutscht in so einen Anwalt. Anwalts... Kanzlei von dem Vater. Goldjunge, Schwiegersohn, Pussy. Ja, kann man wirklich so sagen. Reingerutscht und hatte eine extrem kontrollierende, bevormundende, quietschige Verlobte. Und die das alles so genauso haben will, wie sie das haben will und ja, also es geht darum, dass der Großvater unbedingt nochmal, weil er jedes Jahr zur gleichen Zeit mit seiner verstorbenen Frau zum gleichen Ort gefahren ist und da sie jetzt gestorben ist, will er es unbedingt mit seinem Enkel nochmal machen. Genau. Und da sagte Zac Efron sich, ja, mein Kontakt mit ihm hat die letzten Jahre ein bisschen gelitten, machen wir das mal. Was seine Verlobte überhaupt nicht gut findet, weil wir ja gerade in der Hochzeitsplanung stecken. Und ja, ist dann... Die Prämisse finde ich auch eigentlich echt witzig, so. Ja. Weil dieser Großvater ist dann nach dem Tod seiner... also er ist ja jetzt Witwer und nach dem Tod seiner Frau nimmt er ihren Wunsch wahr, oder man weiß nicht mal, ob es wirklich so ist, aber er sagt es zumindest, dass sie wollte, dass er danach sein Leben weiterlebt und danach dann nicht so dran festhält, dass sie weg ist, sondern dann wieder offen für alles sein kann und will dann ficken. So wie Zitat er, also wirklich. Zitat, ja. Und das ist dann auch seine Rolle, dass er so, der ist halt echt lebensgeiler, noch sexueller, als man das vielleicht sogar erwartet hätte. Ja. Also manchmal denkt man so, cooler Opa, und manchmal denkt man so, okay, ist vielleicht ein bisschen sehr weit. Man denkt eigentlich, wer ist da der Jugendliche und wer ist da der Opa zwischen den beiden, weil die Rollen ein bisschen vertauscht sind. Das ist natürlich auch ganz lustig. Die Grundidee vom Ding her ist ganz gut, aber das Ende ist einfach zu vorhersehbar. Und das Zwischendrin ist auch einfach so lame teilweise. Ja, diese Situation mit diese Mädchen, die sie dann kennenlernen. Das eine Mädchen kennt die Rolle von Zac Efron sowieso schon, irgendwie aus der Universität oder aus der Schule oder so. Genau. Und, weil sie auch Fotografin ist und... Die andere ist irgendwie einfach, hat so ein Ziel oder hat so eine Liste mit Leuten, die sie ficken will. Und da ist so ein alter Professor noch irgendwie drauf und dann ist sie geil auf irgendwie ältere Typen. Kann man machen. Das ist auch lustig eigentlich vom Ding, aber dann gibt es einfach Szenen und... Die sind einfach zu langatmig, um witzig zu sein. Also ja. Die sind witzig und dann hat man die Pointe aber verstanden. Und dann passieren... nochmal 20 Minuten länger, wo du denkst, das hätte jetzt echt 15 Minuten kürzer sein können. Das ist wahr. Weißt so du, sehe so, ich das auch. Du denkst so, die Gagdichte hätte einfach... Vom Ding her war die Gagdichte echt nicht so schlecht, aber sie war einfach auf eine Szene zu lang. Ja, und dann gibt es zwischendurch diese typischen Hangover-Humor-Szenen mit wo irgendeine Party ist oder irgendeine Situation, wo Leute eskalieren und dann passieren so, ja, so Dinge, die man immer schon mal, das hat man ja, immer schon genau. mal gesehen. Er also nimmt dann unerwartet nimmt er irgendeine nichts, Droge nichts und rastet aus. Und. Okay. Also, ja, machen wir. Und es ist nichts Revolutionäres, aber dennoch, ich finde das Duo, Zac Efron und De Niro, war aber gut vor der Kamera. Die Chemie hat zwischen den beiden gestimmt. Ja, also und hätte man den Film anders geschnitten und noch an bestimmten Dingen geändert und so. Das Ende, also ich sagte das Ende und war... Und ein bisschen weniger alberne andere Charaktere genommen. Also die anderen Charaktere hätten ruhig ein bisschen glaubhafter sein können, weil wenn die Protagonisten schon so albern sind,
dann muss der Rest nicht noch alberner sein. Das muss dann eher so, die müssten dann eher realistischer sein. Da war so ein komischer Ladenbesitzer und Dealer und solche Polizisten. Ja. Das war so unglaublich vorhersehbar. Albern und ja. Also das Ende, sagte ich ja eben, war vorhersehbar. Dennoch gab es am Ende eine Szene, die ein bisschen mit dem Opa und der Jugendlichen, die Endszene. Ja, die fand ich gut. Ja, genau, die fand ich auch gut, weil man wusste nicht, oder man wusste, das war was Neues, was Erfrischendes. Es war halt lustig und ja, sie ist auch heiß. Ja, so genau. Viel. Aber generell ist es eigentlich so der Film, also der wird in einem Jahr vergessen sein. Ja, so. Auf jeden Fall. Weniger. So, genau. Und dann wird das so eine ganz typische DVD sein, oder naja, irgendwann gibt es ja keine DVDs mehr, aber die liegt dann nur rum mit so einem Cover, was sich niemand mehr geben würde, auf genau jeden Fall. Genau so. Also, das war dieses eine Mädchen ist auch die Schauspielerin aus Parks and Recreation, kennt man vielleicht. Ja, keine sie, Ahnung, was das ist. Ja, das ist so die Serie, wo auch Chris Pratt eine Rolle hatte, eine sehr lustige. Ach so. Und da sind die beiden sogar ein Pärchen. Ach. Und daher könnte man sie kennen. Und ja. Okay. Ja, sonst also, bleibt uns eigentlich nichts mehr. Ich könnte diesen Film jetzt wirklich noch krass kritisieren, aber ich finde, das muss nicht sein. Das hat dieser Film auch eigentlich nicht verdient, dass man hier so lange über den redet, weil es ist ja, ich meine, wir wissen ja ungefähr, wo das herkommt, so aus welcher Filmnische diese Macher höchstwahrscheinlich stammen. Also ich weiß jetzt nicht, was für Filme die noch gemacht haben, aber die Zielgruppe ist auf jeden Fall. Aber es gibt noch Komödien, darauf kommen wir nachher noch. Komödien, die dieses Jahr kommen, wo ich echt noch gespannt bin, wie sie werden. Ja. Aber ja. Und sowas wie Zootopia zum Beispiel oder Zoomania in Deutschland haben wir auch geguckt. Das ist ja auch auf gewisse Weise eine Komödie. Ja. Aber auch. Dazu kommen wir aber auch gleich. Auch irgendwie ein Krimi oder so. Ja, das ist irgendwie so ein Mix aus beiden. Und natürlich Animationsfilme generell. Nein. Doch bevor wir zu Zoomania kommen, noch zwei Filme, die Jonas nicht gesehen hat. Ja, die nächsten beiden Filme hat Philipp dann auch mal geguckt, ohne mich mitzunehmen. Das ist natürlich auch noch völlig normal. Ja. Ich gehe auch noch ins Kino ohne ihn, also ja, so ist es nicht. Eben. Und zwar war es einmal 13 Hours, The Secret Soldiers of Benghazi. Alter Schwede. Und London, da habe ich nur den Trailer von gesehen. Und London Has Fallen. Also bei 13 Hours war das so, ich sagte zu Jonas vorher, ich glaube, der Film wird richtig scheiße. Aber unser anderer Kollege, der sagte, ja, der wird richtig geil. Weißt du, wo wir das beide? Ja, genau. Das ist immer so. Genau. Ich war so dazwischen. Ich habe echt so gesagt, ja, könnte was Geiles sein, aber hat man auch schon häufiger gesehen. So. Genau, und ich dachte so, der wird richtig langweilig. Aber ich muss echt sagen, die Grundidee war eigentlich richtig erfrischend auch. Und zwar ging es darum, dass es sechs Amerikaner, die hatten eine CIA-Botschaft in Libyen, in Benghazi eben. Ja, die hatten einen Undercover-Einsatz, aber da durch den Krieg waren sie irgendwie nicht mehr, keine Verbündeten mehr von Amerika. Okay. Sodass sie sich auf sich komplett alleine gestellt waren. So, die CIA, diese Organisation gab es theoretisch gar nicht. Mhm. So, weil die durften ja gar nicht da sein. Mhm. So, aber irgendwann haben das die Rebellen wohl mitbekommen und haben sie angegriffen. Weil sie wussten dann irgendwann doch, das sind Amerikaner. Ja. Und da mussten sie aber vorher die Standorte so wählen, weil sie ja in der Unterzahl waren. Es waren nicht nur sechs, aber es ging um diese sechs Leute. Es waren ein paar mehr schon, aber es ging nur um die sechs Leute. Die so ausstellen, dass sie wirklich so eine gute Sichtfeld haben, sie alle zu erledigen, also dass sie selber dich nicht treffen können. Mhm. Und es geht auch gut um diese Leute, wie sie einfach, die haben alle Familie zu Hause, die warten so alle eine auf die. Charakterentwicklung. Genau, die warten alle auf die und die müssen dann doch nochmal kurz, in Anführungszeichen, nach Benghazi, um das zu klären. Für die war das ein Routineeinsatz, aber irgendwann merken sie, dass es ein Hinterhalt ist. Irgendwo ist ein Schlupfloch, irgendwo ist ein Maulwurf, was auch immer. Irgendwas ist passiert. Und ist das so ein Ballerfilm, oder? Ja, es wird sehr viel geballert, aber es geht auch wirklich eher, es geht eher um diese sechs Leute. Was ich krass finde, es ist auch eine wahre Geschichte, aber ich habe davon kaum was in den Medien erfahren. Also, dass man sagt, ja, diese sechs Leute haben das und das gemacht, also... Ach, das war eine wahre Geschichte. Das war eine wahre Geschichte, also muss es wohl so eine richtige Insider-Story gewesen sein, die sie jetzt gefilmt haben. Ja, oder es war, vielleicht war es sogar in den Medien und es ist nur einfach hier nicht vorgekommen. Ich meine, wir sind in Deutschland, ne? Nicht in Amerika. Und ja, aber auf jeden Fall war das auch ein anschauenswürdiger Film, weil dann siehst du auch untereinander, die Charaktere kannten sich. Der eine ist werdender Vater und der andere sollte sein Trauzeuge werden. Mhm. Und dann sieht man auch, dass es Freunde sind und sowas. Und dann eben, man fühlt richtig mit diesen Personen mit, falls sich einer verletzt, falls einer stirbt. Natürlich sterben da auch Leute, nur ich will jetzt nicht sagen, wer wie stirbt und wer wie umkommt. Aber ja, also ich gucke ihn mir bestimmt mal an. Es ist schon ein trauriger Film, wo ich dachte, ey, meine Zweifel am Anfang waren gar nicht so
begründet, weil am Ende dachte ich echt nur Geballere und dies und jenes, aber es war wirklich mehr, es war eine gute Story, es war echt viel Action und auch gute Badass-Taktik. Also man hat gesehen, dass die Rebellen... Ah, so richtig Strategie. Auch, dass diese Rebellen einfach nur eine Waffe in der Hand haben und schießen wollten, weißt du? Ja. Aber die, das waren wirklich Navy Seals, was auch immer, Special Agents, die hatten richtig Ahnung davon, denn sie wussten... Das ist dann natürlich wieder so ein Film, der wieder so zeigt, Amerika ist Boss. Genau das wollte ich gerade sagen. Ja. Nach diesen beiden Filmen, die ich gerade gesagt habe, das war bei der Aber sieht das richtig ins andere Licht gerückt. Boom. Ja. Aber ja, sonst bleibt es ja gar nicht so viel zu sagen. Auf jeden Fall ein guter Film. Und dann habe ich kurze Zeit später nochmal London Has Fallen geguckt, auch mit dem gleichen Kollegen. Das ist ja der zweite Teil nach Olympus Has Fallen. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe Olympus Has Fallen gar nicht gesehen. Nee, ich auch nicht. Ist mir jetzt auch neu. Tatsächlich, also Philipp und ich haben schon echt viele Filme geguckt, aber man kommt nicht hinterher. Es gibt ja immer noch so viele Filme, die man gucken will und wo andere Leute sagen, wenn du den nicht geguckt hast, dann darfst du dich gar nicht als Boy gucken. Dann darfst du dich gar nicht als Filmguckern bezeichnen und so. Deswegen ist es natürlich auch jetzt so eine Sache, dass wir einen Podcast über Filme machen, aber wir dachten uns, hey, wir gehen gerade so viel ins Kino, reden wir einfach drüber und wer Bock drauf hat und wer Kinoempfehlungen haben will von uns, der kriegt sie. Ja, also dann habe ich eben London Has Fallen geguckt. Auch, wie gesagt, ich kannte Olympus Has Fallen nicht, das heißt, ich wusste nicht, was mich da erwartet. Ja. Ich weiß nur, Gerard Butler ist ein unnormal geiler Action-Schauspieler. Gesetz der Rache, ich meine, wer den nicht gesehen hat, ich meine, eher ernst. Gesetz der Rache 300 hat da alles grandiose Performances gemacht. Und das ich wollte gerade sagen, weil Gesetz der Rache habe ich nicht gesehen. Das war wieder so ein Schauspieler, oh, Gerard Butler, ich muss den Film gucken. Sowas wie okay. Smith in Stunde der Wahrheit. Okay. Und der war richtig badass. Also wirklich, Gerard Butler hat es richtig drauf und das war echt ein Film. Also es wird jetzt auch kein Film sein, der die Kinoszene neu erfunden hat aber und prägen wird. Aber es war schon ziemlich geil. Und also, storytechnisch? Storytechnisch, es ging darum, also Bakari, Nummer 6, der meistgesucht, heißt es weltweit, ne? Ja. Der hat wohl, der will den amerikanischen Präsidenten haben. Als Geisel, oder? Ja, der will ihn umbringen, vor laufender Kamera. Okay. Weil es geht darum... das musst du sagen. Der ehemalige Premierminister aus Großbritannien ist verstorben. Und es ist per Gesetz so, dass dann weil Amerika und England verbunden sind, muss der Präsident dahin zu dieser Trauerfeier kommen. Ja. Und auch von vielen, von Japan ist der Staatschef da, von Frankreich, von Italien, von Deutschland. Die haben Angela Merkel so geil getroffen, also wirklich so eine geile Hommage gemacht. Die hieß da auch irgendwie ganz anders, richtig witzig. Dann waren sie alle auf einen Fleck und dann geht eine Bombe hoch. Dann sieht man richtig, dass richtig viele Leute innerhalb, zum Beispiel wie heißen die, die vor Buckingham Palace laufen? The Royal Guards oder genau so, die. Ich weiß es nicht. Zum Beispiel fangen auf einmal zwei ran aus der Reihe zu tanzen und knallen einfach willkürlich Leute ab. Dann denkst du, okay, wie haben diese Leute das geschafft, diese Terroristen, da reinzukommen? Das heißt, das war nicht mal eben, das war jahrelang geplant. Ja. Oder auch Polizisten schießen auf andere Leute. Das heißt, es waren alles von Bacardi alles Leute. Eingeweihte. Die sagten auch, dass du hättest mindestens... 2-3 Jahre Planung hätte brauchen müssen. Ja, also so eine Undercover-Organisation. Genau, richtig krass, so. Und natürlich, und Gerard Butler ist der, wie heißt das? Der Secret Guard of, der Bodyguard. Der Bodyguard, das will ich wissen. Der Bodyguard von dem Präsidenten, der schützt ihn. Und ganz viele Stadtchefs gehen drauf und er schafft es, ihn doch zu retten und zu fliehen. Ja. Aber er muss ja erstmal aus London raus. So, wen vertrauen? Er weiß nicht, welche Polizei richtig ist, welche nicht. Ja. Wen vertrauen? Und dann gibt es da so ein paar Kniffe, Techniken, wie er kommuniziert mit der amerikanischen Behörde, ohne dass die anderen wissen, was los ist. Ah, okay. Zum Beispiel gibt es so ein spezielles Zeichen für MI6. Dann dreht er aber, weil es gibt, egal wer der Präsident ist, es gibt immer eine Drohne, die über ihm fliegt. Immer. Egal okay. Wo er ist. Also nicht hier, sondern irgendwo im Weltall. Immer. Also, das ist ja schon Science-Fiction so. Ja, naja. Auf jeden Fall dachten sie, es gibt immer eine Drohne, die den Präsidenten verfolgt. Okay. So. Und dann steht der Präsident da mit der Waffe und zeigt so mit 6 Fingern. Und da linkshänder ist, wissen sie, was es heißt? Und das ist MI6. Ach so. So, dass die Behörde gar nicht weiß, was los ist. Also die Terroristen. Okay. Und dann sagt er, okay, London, MI6, wo ist das? Und dann konnten sie wissen, wo er hin möchte, obwohl er gar nicht mit denen kommunizieren kann. Okay, cool. Solche Sachen, so richtig. Aber das ist ja richtig, richtig paranoid, so eine Drohne, die immer über ihm ist. Voll, ja. Voll krass. Und am Ende ist auch eine riesen Explosion. Also London Has Fallen, also wirklich auch das... Es ist wirklich gefallen, also wirklich, ganze Wahrzeichen sind explodiert und wirklich kaputt gegangen und
Es ging einfach darum, es muss dein Maulwurf von ganz oben die Leute reingelassen haben, weil du kannst das nicht mehr eben planen. Das ist krass auch dann bestimmt, wenn man in London lebt oder so und das zu sehen. Ich meine, stell mal vor, so ein Film, wo Hamburg so zerstört wird und so Orte, die du kennst einfach. Voll geil. Also die krasse Sache ist eigentlich, dass der... Also geil im Filmsinne, ne? Offiziell ist der Ex-Premierminister ist gestorben und alle kamen, die letzte Ehre zu erweisen. Ja. Aber das war irgendwie alles nur ein Vorwand. Also die wussten schon, dass die ganzen Leute kommen, weil der Typ stirbt. Ohne jetzt groß zu sagen, wie ich das meine. So. Wofür war das jetzt wichtig? Ja, das war nicht alles. Das waren die beiden Filme, die beiden Filme ich gesehen habe. Schaue ich mir bestimmt auch noch an. So, und jetzt der letzte Film, den wir gesehen haben. Ja, also der Monat März ist noch nicht ganz rum. Nee. Jetzt diesen Donnerstag kommt Batman vs. Superman raus. Genau. Krass. Den werden wir natürlich auch noch gucken. Also den schauen wir. Und noch ein paar andere, aber eben, wir sind jetzt Stand Mitte März. Das kommt dann im nächsten Podcast, in weiteren 3 Monaten höchstwahrscheinlich. Und jetzt reden wir noch ein bisschen über Zoomania oder Zootopia auf Englisch. Disney Animation Classic, also der neueste Teil der Walt Disney Animation Studios, also die seit Anfang an dabei waren, dafür verantwortlich waren für Schneewittchen und die 7 Zwerge, Bambi, Dumbo, später dann... Voll großen Spaß. Ja, ist richtig. Ja, ich weiß, aber du sagst es seit Anfang an, deswegen Sprung so direkt nach 2013. Ja. König der Löwen, 2014. Pocahontas. Genau, also Dschungelbuch und so, ne? Also diese klassischen Haupt-Disney-Filme sozusagen, die animierten von den Walt Disney Animation Studios. Dann gibt's ja noch Pixar, das ist ja eine Firma, die dann nur in Auftrag von Disney gearbeitet hat, mit Monster AG und Toy Story natürlich und alles dabei. Die gehören jetzt nicht dazu, aber von der Qualität her sind die schon sehr nah beieinander. Also zwischendurch hatten die Walt Disney Animation Studios in 3D-Filmen auf jeden Fall den Kopf weiter hinten, also waren sehr viel schlechter darin als Pixar, aber haben jetzt aufgeschlossen mit Rapunzel oder Tangled im Original, Wreck-It Ralph, Frozen, Baymax und jetzt halt Zoomania. Und ich muss sagen, Zoomania hat mir mega gut gefallen. Also ich bin ja, also ich liebe Animationsfilme generell. Ja. Also sowas wie König der Löwen ist für mich auch mit einer der besten Filme, die... Aller Zeiten. Aller Zeiten, also wirklich auch unangefochten somit. Aber ich dachte so, Mania, Animation, Kinder, dies, das. Also Julian sagte, vertrau mir mal. Ja, komm also mal ich bin da auf jeden Fall... Denk mal, geh mal weg von diesem Kind, von diesem Gedanken, das ist nur für Kinder. Und wirklich, das war nicht nur für die Kinder, es war auch für Erwachsene. Wir waren im Kino und waren auch echt viele Erwachsene da. Ja. Aber gut, es liegt auch daran, dass wir im 23 Uhr da waren. Aber es wird auch immer mehr wieder anerkannt, dass Disney Filme raushaut, die Kassen sprengen. Das ist halt so. Und dieser Hass gegenüber 3D-Filmen und dass die 2D mit Herz gemachten Filme nicht mehr wiederkommen und dass die neuen Disney-Filme ja so schlecht und billig werden, das geht auch immer mehr wieder aus den Köpfen der Leute raus. Ich finde, meine Meinung ist da schon keine zu verachtende Meinung, weil ich selber 2D animiere gerne. Ich kann es natürlich lange nicht so gut wie Leute, die das ihr Leben lang gemacht haben und das gelernt haben und so, aber ich habe da auf jeden Fall, mein Herz ist da drin in diesen 2D-Filmen von Disney. Die haben meine Kindheit geprägt, die haben mein ganzes Verständnis für visuelles Darstellen von Cartoons. Erst gestern, wenn du das sagst, erst gestern, es gibt im Moment wieder, Sky hat immer so ab und zu, ein Monat zum Beispiel hieß ein Kanal Sky 007, da waren alle 007 Filme. Achso, und jetzt war Disney oder wie? Jetzt gibt's Disney Prinzessinnen erstmal und dann auch Saint Magic und ich habe gestern einfach wieder den Original Pinocchio Teil gesehen. Ja. Und Alter, wie geil das einfach war zu der Zeit. Ich meine, wann war Pinocchio? 40, der war, 50? Ja, der war wirklich also von... Auch früh. Von 42 oder irgendwie so. War auch richtig früh. Und allein, wie gut das gemacht wurde. Damals schon. Ja, auf jeden Fall. Also Disney hat ja immer dieses typische Disney-magische. Ja, das ist halt auch echt so. Nee, und ich wollte halt sagen, ich bin... Ach, sorry, ich hab dich unterbrochen. Ich schätze das so sehr wert und so, aber ich sag euch, die 3D-Filme haben diesen Zauber immer noch. Das ist so, da könnt ihr mir argumentieren, wie also ihr von wollt. Von Disney jetzt, ne? Wenn ihr, ja, von Disney. Ja. Da muss man nämlich diesen Unterschied machen. Gut, zwischendurch am Anfang, deswegen ist das auch aufgekommen, sind diese 3D-Filme echt nicht so gut gewesen von Disney. Ich will jetzt auch gar nicht unbedingt aufzählen. Ich glaube sogar, trifft die Robinsons oder so, war davon. Aber das
ja, war halt ein schwerer Einstieg in diese Ära. Aber auf jeden Fall, guckt euch Rapunzel an, guckt euch Frozen, guckt euch Baymax an, guckt euch Wreck-It Ralph an. Das sind gute Filme. Und die würden auch, Frozen sollte sogar mal wieder ein 2D-Film werden. Ist dann nicht passiert. Und ich wette, wir kriegen auch noch mal, wir werden wieder einen 2D-Disney-Film irgendwann bekommen. Und guckt das euch, kann ich mir schon vorstellen. Aber seid nicht so voreingenommen und sagt, das ist nicht mehr das Wahre, das ist alles nur noch korrupt, das ist alles nur noch Kommerz. Es sind, die Filme werden teilweise sogar immer noch besser. Man muss diesen Unterschied machen zwischen bestimmten, zwischen anderen 3D-Filmen und denen von Disney oder von Pixar. Oder man muss sich seine Meinung selber bilden von Film zu Film. Und wenn man die Trailer im Kino sieht, dann, na klar, das Unterbewusstsein ist immer mit der größte Teil, der dazu beiträgt, ob man diesen Film schauen will oder nicht. Und dann kriegt man halt dieses Gefühl von, habe ich schon tausendmal gesehen und ach, geh mir doch weg mit dieser Scheiße, mit den Figuren, mit den riesen Augen, die irgendwelche albernen Dinge tun. Aber zum Beispiel, es gibt trashige Animationsfilme und zwar richtig viele und die nur auf diese Furz-Jokes und irgendwelche Pop-Songs aufgebaut sind, aber so ist es bei Disney halt nicht, ne? Zoomania. Das war mal eine lange Einleitung. Ich habe jetzt zwar nicht so viel gesagt, aber es war wichtig, also ich stimme Ihnen zu, es war wichtig, dass man gesagt. Darüber wollte ich die ganze Zeit sprechen, ja. In diesem Podcast. Ich habe es häufig genug auch von Freunden und so erfahren, dass sie finden, ja, Disney ist, die fragen mich dann auch immer, weil die halt auch wissen, dass ich gerne zeichne und so, wie ich das denn sehe und sagen dann, ja, ist voll scheiße geworden, ne, mit den ganzen 3D und so. Leute, der Vorgang dieses Films ist trotzdem nicht so großartig anders. Das Storyboard sieht immer noch genauso aus und die Ausarbeitung wird dann halt am Computer gemacht von Künstlern. Das ist Modellieren. So, aber jetzt mal zum eigentlichen Film. Zoomania. Der Trailer war eigentlich schon ziemlich witzig, eigentlich der Trailer schon. Wo ich dachte auch, also damit wollten sie eigentlich nur diese Leute ein bisschen teasen. Jetzt ja, sagen. Ich wollte gerade sagen, das ist ein Teaser gewesen. Ja, genau. Tatsächlich. Die wollten ein bisschen teasen zu sagen. Weil du hast ja nichts von der Story mitbekommen. Man hat diese eine Szene gesehen mit dem Faultier. Leider hing die mir dann später so zum Hals raus, weil wir so oft im Kino waren, dass sie ständig diese Szene gezeigt haben. Mit diesem Faultier, was seinen Mund ganz langsam öffnet. Und beim ersten Mal. Aber auch ein richtig geiler Seitenhieb an Beamte, weil sie so langsam arbeiten. Natürlich. Das war ein richtig geiler Seitenhieb. Das ist kein Seitenhieb, das ist voll in die Fresse. Ja. Also das hing mir richtig zum Hals raus, die Szene irgendwann. Aber beim ersten Mal fand ich sie so lustig. Insofern habe ich immer versucht, dran zu denken. Das ist nicht deren Schuld, dass ich gerade so oft im Kino sitze und das so oft sehe. Und das war so, ich hatte auch Lust auf den Film und es, also das war für mich erstmal nur so ein Film, ich gucke den nur wegen, weil ich diese Karte habe, weil ich nicht zahle, in Anführungszeichen. Aber für mittlerweile. Für mich nicht. Ja, ich wollte ja, ich den weiß. Auf jeden Fall und mittlerweile gucken. Mittlerweile ist es aber echt so, ohne Scheiß, den hätte ich mir auch für 20 Euro so angeguckt, weil der wirklich richtig gut ist. Ich sagte, wann kam der raus? Vor ein, zwei Wochen. Der hat jetzt schon über 500 Millionen Dollar weltweit eingenommen. Und das heißt schon was. Frozen ist bei 1,3 Milliarden. Diese gigantischen Sprünge, was ich auch gut finde, dass diese Anerkennung wirklich mal teilhat, weißt du, zu sagen. Und der Film hat jetzt nicht das Kino komplett neu erfunden oder so, aber für Disney war das schon auch was komplett Neues. Ja, so also wirklich auch. Da wurde diese, also zum einen fand ich es total super, dass die Tierwelt wieder aufgegriffen wurde, wie in einigen anderen Filmen. Klar, bei Dschungelbuch zum Beispiel gibt es Tiere neben Menschen auch. In diesem Film sind halt die Tiere wie die Menschen, aber bei König der Löwen war das ja auch irgendwie ja, so ein bisschen weiß, so. Und Tiere als Tiere, ja. Also, und bei Robin Hood sowieso, dieser alte Disney-Robin Hood-Film, da sind ja auch die Tiere die Menschen. Also das fand ich wieder cool, dass es wieder dieses typische Tiere sind, die Menschen sozusagen und gibt. Und es sind irgendwie mehrere Twists in diesem Film, irgendwie so komisch. Man dachte so, es wird zu Ende, auf einmal kommt noch so eine halbe Stunde noch so dieses Ende, weißt du? Ja, das stimmt. Philipp hat auch gesagt, der Film kam ihm richtig lang vor. Ja. Und mir gar nicht. Also, da waren schon Unterschiede. Also mir kam so, der Film war wie lang? 100 Minuten oder also gar nicht so lang. Philipp kam anscheinend sehr lang vor. Mir ja, kam genau richtig weil vor. Weil das hat, es war bis zu einer gewissen Szene, dachtest du, ja, okay, das ist jetzt so passiert, der könnte jetzt aufhören. Und dann gab es aber noch diesen Twist. Und dann ging es immer noch weiter. Und das ging noch weiter. Und das fand ich so ewig lang, was ich gar nicht schlecht fand, ne? Also, das fandst du gut. Ja, eben, das fand ich mega gut. Aber ich dachte, okay. Der Film ist eh, was er gar nicht war, aber... Ja, also dieser Film, ja. Das meinte ich auch, für Disney ist das so nicht jetzt komplett neu oder so, aber das war schon echt, viele gesellschaftskritische Sachen sind da mit dabei und das fand ich auch echt gut, weil diese Tiere einfach unsere Gesellschaft total karikieren, darstellen. Dieser Hase wird auf dem Land groß, die Familie, die Eltern machen typischerweise für einen Hasen, haben die eine Mohrrübenfarm oder so. Und die hat 202 Geschwister oder sie so. Sie hat irgendwie richtig, ganz viele Geschwister und sie
ist schon seit sie klein ist total engagiert generell, also richtig das Energiebündel und ja, setzt sich ein. Und sie will unbedingt Polizistin werden. Genau, und ihr Traum ist es, Polizistin zu werden. Und dann schafft sie die Akademie und es geht eigentlich darum, eigentlich geht der Film darum, dass irgendwann Raubtiere und keine Raubtiere miteinander in Harmonie leben. Also das tun sie schon und in diese Harmonie wird wieder gestört und, genau. Und die Angst vor Raubtieren wird wieder geschürt. Genau, und sie muss irgendwie das Gegenteil beweisen. Was ja auch wieder so gesellschaftskritisch ist, von wegen genau. Raubtiere raus und so, wir wollen euch hier nicht mehr, ihr seid gefährlich und so, ne? Das auch, kann man auf so viele... Auch im Moment und so. Im Echt, in unserer auch, Welt anwenden. Aber auch zum Beispiel das Künstlerische, diese Verfolgungsszene, wo sie auf einmal durch diesen Mäusepark läuft und sowas, ne? Ja. Richtig geil, da war so eine Stadt, in der Stadt. Das macht einfach für richtig... Für kleine Tiere, so für Mäuse und sowas. Das macht richtig Spaß zu gucken. Und Mäuse ist ein gutes Stichwort, weil ihr werdet euch kaputt lachen, was die Mäuse in diesem Film zu tun haben. Ja. Das ist, aber es sind auch so richtig. Wobei, das waren eher so irgendwie so Maulwürfe, ja, oder sowas, ne? Es war richtig geil gemacht, also wirklich, der Film war wirklich, da war wirklich dieses, das war dieses, so ein Qualitätsanimationsfilm, wo ich echt dachte so, wow, der hat's wirklich drauf. Es war halt einfach ein Film, ein guter ja, Film. Ja, ein guter Film. Und nicht einfach, oh, ich guck mir jetzt einen Zeichentrickfilm an. Und es war nicht so viel Gesinge wie bei Frozen oder bei ja, eigentlich gar, eigentlich ja gar nicht. Also gar kein, das wird aber, gar nicht gesungen. Aber genauso wenig wie bei Wreck-It Ralph oder so, da war ja auch, also das, es gibt immer diese Musical-artigen Filme genau. Von Disney und dann die nicht. Aber Zoolander ist einfach ein Film, wo ich dachte, ja, lass ihn mal auf mich zukommen, aber er ist echt super geworden. Eigentlich sind es ja immer diese Prinzessinnen-Filme, genau. In denen gesungen wird, ne? Also deswegen. Das 3D war auch richtig gut, irgendwie hat der Film auch voll gut gestanden, wobei ich glaube, ich auch 2D. Wobei unser Kumpel meinte, das wäre jetzt nicht nötig gewesen, insofern. Ja, genau. Ist es auch nicht. Nö, also. Der Soundtrack von Shakira. Der war richtig poppig. Richtig geil. Und der zog sich irgendwie auch die ganze Zeit durch den ganzen Film. Ja, aber der wurde nicht langweilig. Also nicht so richtig groß. Ja, ganz am Ende natürlich, als die Credits kamen, aber unterbewusst. Dialoge waren richtig gut und auch die Beziehungen von den Charakteren, ne? Ja, richtig Fuchs gut. Und Hase sind normalerweise Todfeinde. Genau, das war ja eigentlich diese gesamte Film. Oder Raubtiere, keine Raubtiere. Ganz am Anfang des Films wird ja gesagt, früher waren die Raubtiere und die Beutetiere waren so und so. Der ganze Film spielt übrigens also eigentlich nur von Säugetieren. Es gibt keine Krokodile, es gibt keine Vögel in dem Sinne. Es sind immer nur Säugetiere gewesen. Echt? Ja. Aber nur so am Rande. Also am Anfang wird ja gesagt, ja, es gab Beutetiere, es gab Raubtiere und dann haben sie sich aber entwickelt und wurden so wie unsere Welt heute mit Smartphones und so. Das fand ich auch so cool, dass Disney so eine richtig moderne Welt dargestellt hat. Ja, und in dem ganzen Film geht es dann eigentlich um diesen Konflikt zwischen Raub und Beutetieren, und auch, die sich eigentlich zivilisiert miteinander leben wollen. Von außerhalb wird geholfen, zu sagen, die wollen diese Unruhen wieder aufbringen und sowas. Also es war richtig gesellschaftskritisch, aber auch richtig gut gemacht. Dann gibt es noch irgendeine Untergrundsache, die man die ganze Zeit gar nicht mitbekommen genau. Hat, wo jemand ganz bestimmtes die Fäden plötzlich zieht und so. Aber also was ich so am besten, so am erstaunlichsten fand, war eigentlich diese Beziehungen zwischen den Tieren. Wo du sagst, der Hase und der Fuchs, listig wie ein Fuchs, sagt man ja. Und ja, genau. Und man dachte auch am Anfang, ja, der ist so, aber dann, am Ende ist es nicht so. Ja, dann der Fuchs will der würde da in dieses Schema so reingequetscht, ja, genau. So wie das auch mit einigen Menschen heutzutage passiert. Und das hat er so gut geschafft, dir einfach zu sagen, ey, pass auf, lern den kennen, guck mal Hase, lern ihn jetzt mal kennen, guck mal, vielleicht kann er dir helfen. Der Hase ist überhaupt nicht ängstlich und hat nichts drauf, genau. Sondern das ist eine total taffe Braut. Also man kann das... Und der Fuchs ist kein hinterlistiger Verbrecher, er ist da zwar reingeboren oder er wird da so reingequetscht von der Gesellschaft, aber gib ihm eine Chance und dann wird er ja später auch, hilft ihr, das ist dann ihr Partner und so. Also wirklich... Richtig guter Film und wie hübsch der auch einfach war, ne? Ja, der so, war so hübsch animiert und diese Stadt voller Kreativität ist, also ich glaube, ich könnte den Film noch viermal gucken, ich werde ihn bestimmt auch noch mal mindestens einmal im Kino schauen, glaube ich wirklich. Einfach weil da so viel passiert mit diesen ganzen Tieren, so am Bahnhof und so, der Zug kommt an, so eine Minitür geht auf und diese ganzen kleinen Tiere kommen raus und dann fährt eine Giraffe eine Rolltreppe hoch und sie hört einfach nicht auf. Die Giraffe ist einfach riesig. Ja, also solche Sachen auch, ich glaube, die Künstler oder die Animatoren, die hatten so viel Spaß. Ja, die haben ja richtig, man hat, also ihr kennt doch diese Filme, wo man denkt, die Leute hätten richtig Spaß, den zu machen. Das hat man bei Zoolander einfach gesehen. Ja. Ich glaube, die hatten richtig Lust auf diesen Film und das sieht man auch. Auch die Liebe zum Detail. Richtig schön Kreativität von Disney. Genau, auf jeden Fall. Also wirklich so ein Film. Das trägt die Handschrift von Disney. Ja, auf jeden Fall. Das hat man richtig gesehen. Walt Disney wäre stolz auf die. Ja.
So. Der war ja auch ein Pionier zu seiner Zeit, der Walt Disney, hat ja immer in die Zukunft gedacht und so. Der wäre der übelste Fan von 3D-Filmen. Also viele Leute sagen ja, Disney würde sich im Grab umdrehen bei manchen Sachen. Wenn der das sehen würde, wie krass sowas aussieht, der wäre da vorne mit dabei. Der war immer dafür, dass die Filme besonders gut aussehen. Und, ja. Und hat nicht gesagt, das muss irgendwie handgezeichnet sein. Weil meine, es ist ja immer noch Hand. Guck, es ist Mickey Mouse oder Pinocchio so an. Das ist 70, 80 Jahre her und das sieht immer noch so richtig gut aus. Ja, genau. Weißt du, so, solche Sachen. Der wird es echt gut finden. Würde er auch. Also, so. Es ist ja handmodelliert. Es ist ja, so genau. Viel Mühe da drin und es ist so schwer. 3D-Animation ist nicht leichter. Es ist per Hand. Und man denkt immer, ja, guck mal, Avengers, guck mal, was da gemacht wird. Ja, es ist auch CGI, also es ist auch animiert, aber wir hatten letztens darüber geredet. Da animierst du sehr viel mit Computer und da musst du ja trotzdem alles per Hand machen. Es ist ja, wirklich ja. Dieses Handanimation, wo man, also ich habe immer noch das Gefühl, das wird nicht so wertgeschätzt. Ja, es gibt diesen Unterschied, viele Filme nehmen sich manchmal so Tools zur Verfügung, von wegen echte Schauspieler werden die Bewegungen so gecaptured, ne? Genau. Das macht Disney ja nicht, weil die sich immer noch cartoonartig bewegen und das sieht man ja auch. Die bewegen sich ja nicht wie echte Menschen, sondern wie viel schwungvollere und überzeichnetere Wesen. Und genau wie früher, also einfach cartoonartig. Ich würde sagen, wir haben jetzt auch genug gegen eine Wand geredet, die sozusagen heißt, das moderne Disney ist nicht so schön. Es gibt genug Fans. Ja, meine 500 Millionen nach ein, zwei Wochen kommen nicht von irgendwo. Es ist nicht so, als würden wir jetzt hier sitzen und müssten versuchen, irgendwen zu überzeugen. Nee, aber... Also, der Großteil von Leuten liebt diese Filme. Und es war schon klar, dass wir über Sumania am meisten reden, weil es einfach am meisten zu sehen gibt, auch bei Animationsfilmen. Ja, und wir haben ihn auch zuletzt gesehen. Ja, genau, wir haben ihn zuletzt gesehen. Das sind die Erinnerungen noch am frischesten. Ja. Ich glaube, hätte ich euch vor 3 Monaten was über The Revenant erzählt, hätte ich euch bis morgen was erzählen genau. können. Genau. So. Wenn ihr gar keine Animationsfilme schaut, gebt irgendeinem von ihnen noch die Chance, wenn ihr gerade nichts zu tun habt und ihr werdet vielleicht dankbar sein, dass ihr das gemacht habt und da euch noch eine ganze weitere Welt von cinematischen Meisterwerken offen steht. Ich meine, ich sage euch nochmal ein Beispiel. Und ihr werdet eine gute Zeit haben. Sagen, gut, das ist natürlich was Banales zu sagen, Disney ist für Kinder, aber jetzt nur mal ein kleines Beispiel. Ich war, vielleicht wissen das einige, vielleicht auch nicht, ich war in Australien 9 Monate und da haben wir ein bisschen geredet, gequatscht, was auch immer und irgendwann hatten wir Bock auf einen Film. Und da, du konntest in dem Hostel, Pfand geben, dann konntest du so eine verschiedene Filme ausleihen. Ja. Und dann haben wir uns Frozen nochmal angeguckt, auf Englisch. Und ich muss sagen, der ist auf Englisch so viel geiler. Ja, Deutsch, er ist auch auf Englisch gut. Geiler. Und ich würde unbedingt Zootopia gerne ja, auf Englisch gucken. Ja, aber auf jeden Fall, was ich erzählen wollte... Ey, wir waren da alle im Schnitt 20, 25 Jahre alt, so zwischen 20 und 25. Und du hast dich einfach so krass gefühlt, dieses... Du weißt, du hast automatisch König der Löwen im Kopf und wie sie alle heißen, die ganzen alten Filme. Ja. Du hast dich direkt so gefühlt, oh mein Gott, Disney, ich will wieder dahin. Und ja, ja. Wirklich, und alle sagten, es wäre mega geil. Es, das aber selbst wenn ihr nicht Disney-Fans seid und das irgendwie kitschig findet und was auch immer, es gibt trotzdem gute Filme. Ja. Wreck-It also, Ralph zum Beispiel. Abgesehen von Disney, dass es Disney ist, Zoomania ist, oder auch Frozen oder was auch immer, das sind richtig gute Filme. Ja, genau. Auch wenn Disney nicht dahinter stehen würde. Also auf jeden so, Fall, ja. Weißt du? Finde ich auch. So, das ist. Und ich will die jetzt auch nicht in den Himmel loben, ne? An Frozen kann ich auch was kritisieren. Ja, an Zoomania auch. An Zoomania auch. Wir wollten es nur nochmal sagen, habt einfach Spaß, geht nicht mit so vielen Scheuklappen durchs Leben, was das angeht und. Generell, nicht nur im Film, sondern generell und sowas. Und Zoomania, wie gesagt, ja, guckt euch den Film an, ihr werdet es echt nicht bereuen. Und wir werden dann in nächster Zeit noch sehr viel weitere Filme gucken. Da kommen dann zum Beispiel... Die Batman vs. Superman, der nächste Woche kommt. Auf den freuen wir uns schon richtig. Hier... Civil War, Captain America 3. Oh mein Gott, dieser Trailer, den muss ich nochmal kurz sagen. Allein, dass Spider-Man ganz am Ende auftaucht. Ja, Spider-Man. Oh mein Gott. Captain America gegen Iron Man. Man kennt die Story nicht. Man weiß nicht, was wirklich, warum die gegeneinander kämpfen. Also der naja, Trailer leitet ein wenig schon aber ja. hin. Aber man hat trotzdem nicht so richtig diese... Idee, was da sein könnte. Also wobei ich finde, das Kostüm von Spider-Man ist ein bisschen... Ja, gut. Darauf freue ich mich auch richtig. Also Superhelden-technisch ist dieses Jahr wirklich ja. so viel los. Suicide Squad. Suicide Squad wollte ich gerade sagen. Richtig, auch mal auch wieder so diese Anti-Superhelden-Filme wie bei Deadpool. Ja. Was komplett anderes, aber auch Anti-Superhelden-Film. Auf den freue ich mich auch ungemein. Aber auch so ein kleinerer Film, was ich gesagt habe, Moneymaker.
mit George Clooney. Ja, ich stimmt. Dachte schon, ich freue mich so dermaßen auf diesen Film. Ich weiß gar nicht, warum. Weil der Trailer hat mich so ergriffen. Dabei ist der so mega lang. Ich fand den eigentlich schon zu lang. Ja, und ich fand den aber so geil. Also ich hoffe nicht, dass ich enttäuscht werde, aber der Trailer hat mich echt auf was Gutes eingestimmt. Ja, Moneymaker könnte cool werden. The Jungle Book, der sieht so gut aus. Ja, das könnte ich mir auch vorstellen. Also der ist ja auch in 3D. Ich hoffe, dass der gut wird. Also der ist aber auch nicht animiert, oder? Das ist doch ein richtiger Mensch, oder? Das ist ein richtiger Mensch, genau. Aber also, da sind natürlich... Ja, klar. Baloo war es schon... Aber der sieht für mich auch, also der kann echt gut sein. Der sieht für mich echt richtig gut aus. Sagen wir so, ich hoffe es, weil so ein Klassiker muss man mit Samthandschuhen eigentlich anfassen. Ist ja auch von Disney, also dieser Jungle Book. Ist ja auch von Disney gemacht. Muss eigentlich, weil klar, das Buch gehört nicht Disney, so vom Ding, aber da kam ja trotzdem die Melodie und so auch vor. Probier's mal mit Gemütlichkeit und so, deswegen muss ja von Disney sein. Ja, oder in Kooperation mit Disney. Ja, oder so. Das kann sein. Ja, Warcraft zum Beispiel, auch ein Film, wo ich... Bin ich offen. So, auch offen. Ich habe eigentlich... Ich kenne die Spiele, nichts. Ich glaub, Story nicht. Also mittlerweile ist... Menschen gegen Orks halt, ne? Es ist in Squid of 2017 getan, deswegen ist dieses Jahr nicht mehr der Fall. Ja. Aber ganz am Ende ist Star Wars Rogue One, ein Spinner von Star Wars, auf die ich mich auch richtig gespannt bin. Was für ein Ding? Rogue One, so heißt der. Rogue One? Ja. So heißt der. Okay, krass. Also ein Spin-Off, auf den ich mich richtig freue. Mal sehen. Und natürlich... Mit am meisten als Harry Potter Fan. Ah ja. Fantastische Tierwesen, wo sie zu finden sind. Allein dieses, wo sie schreit, Mr. Scamander, und er gerade diesen Fluch macht oder was auch immer. Ja, und ja, da Gänsehaut direkt. Oder wo im Trailer kam, J.K. Rowling, oder lädt sie wieder ein. J.K. Rowling lädt sie wieder ein. Magische Welt. Oh mein Gott, da dachte ich auch, der muss geguckt werden. Ja, noch so viele, viele andere Filme, die wir nicht auf dem Schirm haben. Aber das sind so erstmal so diese 6, 7, 8 Filme. Soll eine Trilogie werden, ne? Ja, genau. Diese 7, 8 Filme, die wir echt... im Kopf haben, die denken, ja, die könnten echt noch... Also und da kommen jetzt bestimmt wieder welche ins Kino, die wir gar nicht auf dem Schirm hatten. Ja, genau. Zum Beispiel jetzt Point Break, Forest. Ja, zum Beispiel. Alles dabei. Solche Sachen, wo ich denke, ja, auf jeden Fall werden wir in 3 Monaten nochmal ein Update machen oder bis zu dem, was wir da bis dahin geguckt haben. 3 Monaten werden wir wieder hier im Kinosaal sitzen und euch ein bisschen davon, von unseren Erlebnissen erzählen. Und ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß und ja. Habt Bock auch ins Kino zu gehen, lohnt sich teilweise wirklich. Ja, wir haben jetzt ein bisschen... Wir haben jetzt eigentlich jeden Film ziemlich gelobt, aber ich bin selber ein bisschen überrascht, wie gut die Filme doch teilweise sind. Ja, also wirklich, also 2016 hat bis jetzt super angefangen. Ja. Und ich glaube auch, dass wir jetzt so weitergehen. Und Filme werden aber auch irgendwie immer besser und besser, ne? Also wirklich. Ich weiß nicht, da würden jetzt sehr viele wahrscheinlich gegen angehen. Ja. Gerade Leute, die sich gegen diese Bewegung von Superheldenfilmen und so stellen, aber... Ich will da gar nicht jetzt so eine Riesendiskussion anfangen. Ja. Wir sehen uns, Leute. Ich würde sagen, wir saßen jetzt auch lang genug hier. Der nächste Film fängt bestimmt gleich an. Und dann haut rein. Jo, tschüss. Tschüss. Erschütternde Wahrheit. Worum geht es in Erschütternde Wahrheit? Also Will Smith ist ein... Gerichtsmediziner. Gerichtsmediziner, genau. Ich würde gerade sagen Schwarzer. Ein Gerichtsmediziner. Ja.